So, ein schöner kleiner entspannter Mitternachtsstream, hoffe ich. Habe ich auf jeden Fall vor, sagen wir es so. Und ich dachte mir, ich spiele noch mal ein bisschen bei Control weiter. Sind wir ja gerade an einer faszinierenden Stelle angekommen. Sind ja eigentlich in der Foundation ziemlich tief unten im Oldest House, aber sind plötzlich hier in einem Bürokomplex gelandet, der sich irgendwie hier herein verirrt hat. Ich muss dazu sagen, für Leute, die es später gucken, ich bin immer noch angekränkelt. Und hoffe, das funktioniert mit meiner Stimme. Und weil es auch sehr spät ist, bin ich jetzt auch eher ruhig möglichst und sowas. Ich hoffe, dass der Filter, den ich eingebaut habe, das genug unterdrückt und das Spiel nicht zu laut wird im Vergleich. Und ich will gerade noch irgendwas sagen, bevor wir weiterlaufen. Also ja, und ich weiß nicht warum, aber jetzt seit gestern, aber heute noch viel schlimmer, ist mein rechtes Ohr irgendwie total stumpf und ich spüre da so einen Druck drauf. Das ist ein bisschen anstrengend. Ich höre auch gerade auf dem Kopfhörer tatsächlich fast nur die linke Seite. Ist natürlich ein bisschen blöd, gerade wenn man hier direktional Feinde hören muss. Ich hoffe, es schränkt mich jetzt nicht zu sehr ein. Shift Account Part 2. Gibbs reporting in. It has been 8 days since the collapse and still no sign of any rescue efforts. The Bureau is either completely unaware of our situation or are incapable of helping us. Or maybe it's intentional. How many times have we seen the Bureau not give two shits about its own hardworking staff when we go missing this place? How many times did we let it slide, thinking, oh, at least it wasn't me? Too many, I'm ashamed to admit. Anyway, there have been some developments. Strange crystals have begun growing through the walls. They seem to block some corridors, but not others. The path to the cave is always left open, but we're not sure why. Luckily, the crystals keep out the astral spike, once been hounding us for days. John, Nikolai and Sarah went to try and find a radio, but never came back. We think the spike got them. I think it's hunting us. Doug says spikes only exist in the astral plane, so what the fuck is it doing here? If you get out of here, I'm hiring a lawyer. These are unsuitable working conditions. Ach, stimmt. Da bin ich, glaube ich, letztes Mal gar nicht drauf eingegangen, weil ich das gar nicht mehr, weil es für mich schon so normal ist, dass ich da gar nicht bewusst drüber nachgedacht habe. Aber die Astral Spikes gibt es ja eigentlich auch nur in der Astral Plane. Tatsache, die sind ja auch noch hier rüber geblutet. Wie es aussieht. Also nicht nur andere Etagen, sondern auch die Astral Plane. Ja gut, da wissen wir ja zum Teil, dass sie da mit reingeblutet ist, aber. Ah, okay. Solange das Altered Item da in dem Bereich ist, können wir noch nicht die Tür öffnen. Ist sonst zu gefährlich. Könnte ja ausbrechen. Das wollen wir ja nicht. Na, bevor es aufwärts geht, wie immer. Haha! Kann man sogar einen Ability Point noch oben drauf kriegt. Sehr geil. Das sieht nach einem schönen Energy Boost aus. Direkt mal gucken. Ach so, boah, habe ich hier 4 Stuff wieder. Brauche ich alles gar nicht. Brauche ich auch nicht, das behalte ich. Ah, Tatsache. Ach, endlich. Endlich kann man mal wieder unserem Base Bild mal wieder was verbessern. Jetzt haben wir insgesamt nochmal 7% mehr Energy. Alter. Jetzt geht's richtig ab. Ja, behalte ich mal erstmal kurz. Taking his charge. Die brauche ich, glaube ich, auch alle nicht. Da bin ich mir ziemlich sicher. Thank you.
So that's the altered item. Looks pretty secure. Ah, eine Filmkamera. Das ist natürlich spannend. So, hier haben wir scheinbar nichts Wichtiges mehr, aber wir drücken mal. No power. Typical. Wollte gerade sagen, war ja klar. Ja, genau, also es befindet sich hier das Altered Item in diesem Durchgang und muss hier wahrscheinlich rausgefahren werden, bevor wir da in den Raum rein können. Aber dafür brauchen wir natürlich erstmal Strom. Ja, aber Smaller Machines heißt dann auch Smaller Power, ne? So, erstmal Platz machen. Weiter geht's. Sehr gut, damit das Altered Item erstmal secured. Dann werden wir aber weiter können, wa? Ah, Moment. Erstmal gucken, ob ich durch diese Tür hier drüben kann. Ne, die öffnet sich dadurch nicht. Kurz hier was mit der Wand, aber wie man sieht, kann man natürlich auch schon ein bisschen Licht machen. Gut. Dann gehen wir zurück. Ich wundere mich, dass diese Lampen so strategisch hier platziert sind, aber eigentlich gar keinen direkten Nutzen erfüllen, wie es aussieht. Also, sie bringen halt strategischer Licht ins Dunkel, aber ich hätte jetzt erwartet, dass da vielleicht noch irgendwas anderes ist. Okay, da muss man diese schlechten Worte zu wenigstens wieder machen. Ui! Geht wieder los hier. Uiuiui, da habe ich natürlich gar nicht mehr dran gedacht, dass wir jetzt diese teleportenden neuen Axtgegner haben. So sehr auf den Großen konzentriert, dass ich plötzlich so dachte, so huch, fliegt hier nicht noch irgendwas rum, aber den haben wir scheinbar nebenbei schon aus dem Verkehr gezogen. So, ich bin ziemlich sicher, na, da oben drauf auf jeden Fall nicht.
hier geht's auf jeden Fall weiter. Also, das ist der Shortcut, okay. Wieder ein bisschen Eisen aus dem aus der Foundation. So, und wenn man hier runter geht, gibt es was ziemlich, ziemlich Cooles. Properly trained. Guess I pass. I am very properly trained. Person not properly trained is also item handling are restricted. Das wird jetzt richtig geil. Das ist ein richtig cooles Highlight. I remember that camera. How the hell did it get out? Are they shooting movies now? Ja, und wir sind der Star. Oh yeah. Dieser New Retro Wave Soundtrack. Extra komponiert von Peter Jalanko und alles im Widescreen-Format, sehr schön. After that camera. Aufpassen. Aua! Das habe ich nicht gesehen. Beziehungsweise dachte ich nicht, ich muss springen. Uah. Eieieiei. Okay, der andere Wagen ist weg. Jetzt müssen wir aufpassen. Vorsicht. Knapp. Ah, komm ein bisschen näher. Noch ein Stück, noch ein Stück. Oh!
Kann ich hier nochmal ein Schild machen? Ach, ein Q. Ich werde mich vorhin den Schild machen, dann ist die Taste völlig verrallt. Third Act Villain. Aua. Eieiei. Mist. Das ist sehr interessant. Yes. Oh, yes. Was kann ich sagen, nicht mal einsammeln? Das ist interessant, es gibt halt wirklich so einen Wind, der gegen Jesse drückt. Wenn man so guckt, ne, wodurch wir so ein bisschen verlangsamt sind, da muss man sich erstmal dran, muss sich dran gewöhnen, dass sie nicht so schnell reagiert, wie man es gewohnt ist. Sowas gibt es ja im Spiel sonst so nicht. So, jetzt aber. Just happen. Felt like a dream. Or maybe a bad movie. Ah, darauf mir eben Schluck Wasser genehmigt. Ah, sehr geil. Also, als ich das erste Mal drüber gestolpert bin, war das schon ein ziemliches plötzliches Highlight, sagen wir es so. Was sehr interessant ist, seit ich das erste Mal gespielt habe, haben die an dem Level ein bisschen was geändert. Ach, jetzt liegen hier so... Ah! Achso, von dem Third Act Villain liegen jetzt hier die Sachen rum. Wollte schon sagen, die hätte man ja so schnell gar nicht einsammeln können. Als ich das erste Mal gespielt habe, war das noch ein bisschen schwieriger, ein bisschen schneller. Was ich persönlich ja mag. Also musste viel, viel schneller, also viel mehr ausweichen, auch während der Kämpfe. Und solche Sachen. Aber die haben das jetzt über die Zeit, weil viele sich schwer getan haben mit der Stelle, haben die jetzt nochmal so ein bisschen den Schwierigkeitsgrad nochmal ein bisschen angepasst. Für mich persönlich wirkt es jetzt so ein bisschen langsamer. Beim ersten Mal spielen fand ich es ein bisschen aufregender, weil es dann viel schneller war. Aber ich verstehe schon, dass insgesamt... das Spiel hat ja nur einen Schwierigkeitsgrad, dass sie es für andere Leute ein bisschen zurückgefahren haben. Aber ich persönlich, ne, also ich hätte so Challenging und Breakneck schnell lieber gelassen an deren Stelle. Aber gut, ich verstehe die Entscheidung, ich respektiere das. Okay. Oh, das sieht aus wie Mold. Der hat schon direkt Sneaky Attackiri. New language. For immediate publication, I learned a brand new language Wolf Tisch taught me. You probably don't believe me, so I will prove it. Hu lilel mioti hier meloabt, jus bliblablub, irgendwas 1445, bla 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 bla. See, please publish this letter and maybe other fish speakers will get in touch. They'll be able to read my message, even if you can't. You beanie rock, Larry Humbert. Ich wette, das Finnisch. Ich wette, er hat irgendwie, was nicht weniger übernatürlich wäre, irgendwie gelernt, Finnisch zu sprechen. Von einem Fisch. Und wenn man finisht, keiner weiß, ob man bestimmt, was da steht. Ich weiß nämlich nicht. Ah,
Welcome to another episode of Brian's Movie Den with me, the ever-lovable Brian Hinnerman. Today I want to talk about a new film I found at Movie Night. That's Night with a K, the mecca for VHS aficionados in the greater Dallas area. Yeehaw! The movie is called Delivery Disaster. Uh-oh. We open in media res. A mailman drives a truck full of packages down in an endless American neighborhood as a pack of rabid dogs chase behind. Now, these dogs are nothing like my stepmom's corgi Chuck. These were some real nightmare hellhounds. The dogs keep pace with the mail truck, tearing chunks out of the driver's legs and arms. Each package he throws out the door is marked by his bloody handprint. He screams in pain and confusion, and this goes on and on until the movie just abruptly ends. There aren't even any credits, which is a pretty bold choice. Is this film a commentary on how our 9-to-5 jobs are killing us, or how hostile the modern world is to outdated concepts like mailmen? Perhaps it's merely a statement about the futility of purpose and how no task can ever be really done. There are lots of ways to interpret it, but for now, let's get to the part you're all waiting for. It's score time! Score! I give this film a 4 out of 5, only because the actor frequently broke the fourth wall by looking into the camera and shouting at it, like he was shouting at the audience. A little too on the nose for me, but I did enjoy it, and I recommend you check out other films produced by Blessed Pictures. Bike Hard and Coffee Bullet are the only others I found, but this little art house studio certainly knows how to push the boundaries of Western cinema. And a friendly reminder that there will be no new episode next week, as I will be visiting my aunt in Delaware for Thanksgiving. Thanks for listening, all you Brian fans, and remember, we all love movie magic, but don't forget about the you magic. Until next time. Movie Den. Brian's Movie Den. Movie Den. Brian. Süß. Aber es klingt ein bisschen so, als wäre das kein inszenierter Film gewesen. Schön einen nachzimmern. Movie Camera Supplement. The item first came to the bureau's attention after a hospitalized mailman from Arkansas claimed his injuries had been caused by a movie camera. Further investigation connected the incident into altered item 80, which was being shipped in the mail truck at the time. The package camera was later found in an empty warehouse. The return address led agents to a P.O. box located in the San Fernando Valley, belonging to a company called Blessed Pictures. Whether Blessed Pictures is involved in the creation and dissemination of the item's VHS films is unknown. The following is a list of all known films believed to have been shot by Altered Item 80. Shoot First, Die Last, unreleased. Sternchen, the item was used in the filming of an unreleased western in 1968 on the Italian island of Sardinia. A cast member was killed during an on-set accident, stopping production. It's believed that Blessed Pictures bought the camera when equipment from the shoot was sold at auction. Dann gibt es noch Coffee Bullet, da haben wir gerade von gelesen. Und Billy's First Car, oder gehört. Bike Hard habe ich auch von gelesen. Und Delivery Disaster, genau. Movie Camera Procedures. The item should be isolated from any person or event that is objectively interesting, since its effect is activated by the presence of dramatic incidents. Oh, deswegen wurde das gerade getriggert, weil wir angekommen sind. Movie camera used to make commercial feature films. Internal mechanisms are unremarkable. Subjects near the item will often experience a talked version of reality resembling the heightened drama and action of a movie. Whether these events are localized alternate realities or products of hallucination is currently unknown. Additionally, the item seems to record footage from these incidents and creates VHS copies, edited in the style of short films. During the investigation, agents learned that a podcast titled Brian's Movie Den had reviewed the item-generated movie Delivery Disaster. Podcast creator Brian Hanneman was taken for questioning. The staff of Movie Night, the store Mr. Hanneman rented the film from, were also questioned to no effect.
Shift account part 3. It's clear no one's coming. We're running out of ideas and supplies. We tried going into the caves to find anything edible, but all we found were noxious gases and endless pits. The crystals only let us go one way, even though we could see the caves branched out. We did find some weird spiky pillar. I only got a glimpse of it before the Astra spikes attacked. There were a few of them this time. We lost a lot of people. There's only 6 of us left. We didn't ask for this. We didn't want to come down here. I'm convinced something brought us here. The others say I'm going nuts, but it's clear this was no house shift. Shifts slide a bathroom a sector over or rotate a hallway. They don't drop full divisions into some caves. We were brought here. I know it. But for what? Why tear us away from our lives just to torture us? If this is some sort of test or mission, then here's some advice for whoever's running it. Give out clearer instructions next time. I hope these notes are a good read for whatever ranger finds them. Fuck you. Put that in your report. Gibbs. Ja, völlig verständlich. Ich glaube auch nicht, dass sie überlebt haben. Beziehungsweise es könnte sein, dass die einige der Hiss-Gegner, die wir getroffen haben, diese Leute sind. Dann hätten sie wenigstens überlebt, auch wenn sie jetzt natürlich ausgehöhlte Marionetten einer höheren Macht sind. Your entity A or B? Or neither. Let's just stay the course for now. The Bureau's in danger. We know we need to repair the nail. The astral plane will break reality on my watch. Das ist nämlich die Frage, ne? Jetzt wo Jesse die Chefin ist, muss sie jetzt schwierige Entscheidungen treffen. Und in diesem Fall geht es ja um Vertrauen. Ne? Vertrauen wir dem Board? Oder vertrauen wir dem Former? Der anderen Kreatur, die wir gerade erst kennengelernt haben. Und die wir schon mal bekämpfen mussten. Bisher wirkt es allerdings so, als wäre das Former die zuverlässigere Person von beiden. Und weil die von Bord wirken, sonst hätten die ihre eigene Agenda. Was nicht unbedingt darauf hindeutet, dass sie uns helfen wollen. Beziehungsweise nur unter ihren Bedingungen. Our recent confrontation yelling was an error. We determined you may have both tools upgrades. Only because you are the favorite current director. But do not listen, speak to former. You are welcome, grateful. Ja, ja, jetzt sind die so, es tut uns leid, dass wir dich angeschrien haben. Du darfst das jetzt ruhig haben, solange du nicht mehr mit diesem former sprichst. Ja, das habt ihr aber nicht zu bestimmen. Nearly whole fixed. Your trust synergy is appreciated. Sure changed their tune all of a sudden. Ja, ist mir nicht so ganz geheuer, was die da vorhaben. I'm overthinking this whole board former thing. They something trash will do. But I've got my intuition. And you. Ganz genau. Ich hoffe, ihr habt das gut mitbekommen, was sie erzählt hat. Ich konnte da gerade nicht so drauf achten, weil ich jetzt damit gerechnet habe, hier angegriffen zu werden. Was aber irgendwie nicht passiert. Scheint so, als wäre die Konfrontation, die man vor der Berührung hätte haben sollen, nicht so richtig getriggert wurde. Ich bin mir jedenfalls unsicher, ich weiß nicht, ob man da einen Kampf hatte. Wir wieder hier zurück am Anfang, aber hier ist man ein ganzes Stück weiter oben. Wenn man hier aufpasst, ist noch ein cooles Secret, was man von hier oben nicht so gut sehen kann. Aber zum Glück weiß ich, dass da ist. Wie man sieht, der Nail ist auch schon fast repariert, ein Stück fehlt noch.
Genau, hier ist nämlich so eine kleine, ein kleiner Vorsprung. Ganz weit hier drüber, wo man sonst anders nicht rankommt. Blub. Haha. Und noch eine Kitty Cat. Da. Sieht auch schon besser aus. Boom. Boah, 9 Ability Points. Guck mal, gar nicht mitbekommen. Dann hauen wir mal Seast auf volle Pulle und den Schild. Und Energy Recovery Shield ist active. Oh, das klingt auch gut. Achso, das habe ich nicht viele Punkte. Aber Nahkampf machen wir mal höher. So. Jetzt wird fast zu 100% hochgepusht. Weil der ultimative. Die ultimative Kriegerin. The nail is almost repaired. You really do have a knack for this kind of work. Any progress with the nail? Of course. I've been busy with surface analysis. Its composition is remarkably similar to that of material found in the astral plane, but it alters itself between my observations. It's almost as if it doesn't like being examined. So the nail is from the astral plane? Not necessarily. See, if we assume that, we're suddenly facing a lot of new questions. How did something so large get out of the astral plane? How did it get inside the oldest house? Did a threshold bring it in? Did people? Maybe through the motel. Maybe it was always here. Doubtful. Have you spent any time looking into the crystals growing around here? As if I could resist. The biggest question is where it comes from. A threshold? Or is it native to the foundation? But if so, why doesn't it grow in the rest of the oldest house? The fact that they return to an earlier state when damaged is severely inconsistent with our reality's adherence to linear time. So either they're A, partially conscious, or B, organic elements that are foreign to and yet influenced by our dimension. The jury's still out. Have you learned anything about the crystals? I have a power that lets me stretch them. Huh. Yep. Herrlich. Any idea what Marshall would be doing down here? That information is on a need-to-know basis, Faden. Sorry, I can resist. But honestly, I never had much interaction with Marshall. She only came to me when she was looking for Darling. But this is Helen Marshall we're talking about, the woman who single-handedly dealt with the Birkin Peak AWE. If she's down here, it's because she needs to be. Well, clearly she couldn't handle this one on her own. I'll see you later, Emily. Good luck. Take notes. Im Kopf, ja. So. Wie es aussieht, haben wir noch einen Weg vor uns. Wir sind scheinbar hier noch gar nicht hochgegangen. Oh ja, das Warehouse ist richtig geil. Das Warehouse ist auch designtechnisch eines der geilsten Stellen im Game. Weil wenn man reinkommt und sich das anguckt, sieht es einfach aus wie so ein Concept Art, was zum Leben erweckt wurde. Das ist echt abgefahren, also auch von der Lichtkomposition her. Und von dem Ausschnitt, wie man es quasi so von unten sieht und sowas, ist einfach brillant. Also in einem 3D-Areal, wo ein Spieler reinläuft, so perfekt einen Ort zu designen, ist echt unfassbar. Und das macht Remedy ja zwar öfter, aber das werdet ihr gleich sehen. Das ist wirklich besonders gut gelungen. Das Gefühl, dass der Nahkampfangriff sehr viel stärker wird. Boom.
mir nicht mehr sicher. Ob ich hier nicht noch einen Weg warte. Sieht nicht danach aus. Und normalerweise stecken die auch nicht so sneaky irgendwas in so dunklen Ecken. Complete the ritual in the warehouse. Oh, das wird jetzt ein Abenteuer. This is the director. I need a ranger at this location immediately. Da ist er. Huch, was ist da draußen los? Ah, Blaulicht. Ich sah nur so ein blinkendes Licht aus dem Augenwinkel. Ich habe mich gerade total erschreckt. Oh, jetzt das meine ich. Seht euch das an. Make way for the director! Das ist doch echt unfassbar hier, wie so ein großartiges 3D-Gemälde. I love it. So, claimen wir erstmal den Control Point. Na komm, wir sind die da oben. Wow. Aus der Entfernung habe ich ein bisschen unterschätzt, wie schnell die runterkommen. Oh, noch einer. Ach, da ist echt einer. Wenn jetzt wieder verschwunden ist, fast schon unheimlich. Sind einfach so die ganzen Stellen, wo die Proben genommen haben und sowas. Also, weil das ganze Areal ist geil, weil das hier in der Mitte ist nämlich ein riesiger Aufzug und sowas. Und wir werden noch jede einzelne Etage nach da oben und hier so geheime Wände und sowas. Ach, hier ist noch so viel los, das ist echt der Hammer. History of your oldest house by Dr. Theodore Ash. The oldest house has revealed much to me during my months in the foundation, but many questions remain. Primarily, the tree etchings bewilder me. What is the significance? If a house has changed shape over its lifetime as I theorized, then was a tree its first form? I sent a team to the Schwarzman building in search of pre-settlement accounts of Manhattan Island. From those, I discovered a single relevant line, and there I found a tree not known to me, the devil twisted within its bark. That line, taken with the fact that certain American cultures believed some trees would offer wisdom and guidance, is indeed interesting. However, it's hardly firm evidence. Even though I am now bound to the oldest house, I remain a man of science. Of course, there are numerous ancient beliefs regarding trees. Yggdrasil, the tree of knowledge, Yaksimixre. Some cultures offered blood sacrifice to trees, while others claimed trees and endowed chosen individuals with inhuman powers. Do New York City's many murders act as sacrifice for the oldest house? Does the house have a chosen champion? Is it me? Dr. Ash und sein Größenwahn. Hier ist auch ein sehr geiles von diesen Katzenritualen. Das war nämlich das erste, was ich rausgefunden hatte, aus Versehen. Wo ich dann das erste Mal über die Katzen gestolpert bin, und zwar das hier. Kein Wasser. Und das wird jetzt ein bisschen dauern, bis wir zu dem Punkt kommen, wo das Sinn macht. Aus dem Weg. Danke. Das war so ein bisschen antäuschen. Dann merkt er so, huch, der Scheffel durch. Hier war ich gerade drin, ne? Ja.
gerade da noch nicht. Was ist das für ein Sound? Ist da jetzt noch ein Krankenwagen? Ah ne, der Krankenwagen fällt jetzt weg. Okay, alles klar. Ich dachte schon. Pyramidic Geometry. I've been going through my library, researching pyramids and triangles. If that shape does relate to the board as Northmore says, then perhaps our predecessors in the occult can offer some insight through their geometric knowledge. In esotericism, the triangle is closely associated with the Holy Trinity and other three-part concepts. Past, present, future, mind, body, spirit. Interestingly, the term board also implies multiple parts. Upright triangles in Judeo-Christian imagery indicate ascent into the rational, divine realm. Inverted, it signifies a descent into the corporeal human. Naturally, the ascent is masculine and the fall is feminine. Adam and Eve. That's just a bit of old-worldly patriarchy. It's 1964 now and we are all past, well past that silliness. Considering the above, what does the inverted triangle tell us about the board? They're clearly not corporeal or human. Perhaps they wish to be or they once were. The likeliest answer is simply that theological imagery cannot help us define alien entities. But still, the pyramid seems significant. Shapes have power, and clearly so does the board. Das ist ganz witzig. Ich schaue mal gerne einen Channel auf YouTube, den habe ich auch schon mal empfohlen, glaube ich. Der heißt, jetzt muss ich überlegen, ich wechsle ihn gerade mit einem anderen Channel, vom Namen her. Der heißt Gaming University und der Typ ist auch ein großer Remedy-Fan und beschäftigt sich auch viel mit Story-Spielen und auch viel mit Symbolismus und ähnlichem. Und die einzigen Videos von ihm, die ich selten mag oder die ich nicht so gern gucke, sind oft Videos, in denen es um so Fanspekulationen und sowas geht. Also mittlerweile gucke ich die Videos schon gar nicht mehr, weil mich das einfach nicht interessiert, weil ich dann meine eigenen Ideen und Gedanken habe und dann brauche ich keine Spekulationen von anderen. Ich möchte das dann wissen, wenn er dann klare Informationen hat, weil das sind die wirklich interessanten Videos auf seinem Channel. Und ich fand das allerdings trotzdem ziemlich cool, als dann Control recht neu war und es die DLCs ja noch nicht gab, hat er nämlich auch ein Video über diesen Symbolismus gemacht und auch über die Bedeutung von Bäumen und von Dreiecken und ähnlichem gesprochen und hat dann darüber so spekuliert, was das bedeuten könnte. Und ich dachte mir schon, während er es erklärt hat, deswegen mag ich auch diese Videos dann oft nicht, finde ich die oft nicht so spannend, wenn es nur so spekulativ ist, weil ich mir die ganze Zeit dachte, ich so, ja, ist ja klar, das haben die von Remedy natürlich auch beachtet, das werden die wahrscheinlich auch genauso mit einbezogen oder gemeint haben und sowas. Und dann kam der DLC hier raus und dann habe ich das gespielt und dann kamen hier immer mehr solche Themen. Da kommen auch noch ein paar Dokumente, die da noch mehr drauf eingehen. Und haben dann genau diese Sachen, die er dann meinte, genau das dann behandelt, thematisch und sowas. Und da dachte ich mir auch so, er hätte einfach nur ein paar Monate warten müssen. Das war, glaube ich, nur so 3 Monate, bevor die DLCs rauskamen. Und schon hätte er gesehen, die haben das, genau das war die Intention. Das braucht man jetzt nicht groß noch mit analysieren, weil die es im Spiel sowieso schon selber genauso angehen und erklären. Ah, nee, bevor ich da reingehe, gucke ich jetzt mal hier unten weiter. Apropos Descent into the Human und Spelunking in irgendwelchen Höhlensystemen. Ich habe heute zum ersten Mal den Film The Descent gesehen. Ist ja ein relativ bekannter Film tatsächlich, bekannter Horrorfilm, wo es um eine Gruppe von jungen Damen geht, die gemeinsam Höhlen begehen wollen in ihrer Freizeit, aber dann in unbekannten Höhlen landen, wo sie dann auf mehr Probleme treffen, als sie sich vorher ausgemalt hatten. Und der ist ziemlich gut. Also der gilt halt auch immer als ein sehr, sehr guter Horrorfilm, ist auch immer sehr, sehr gut bewertet.
Und ich habe sehr viel davon gehört und ich kenne auch den Regisseur Neil Marshall. Heißt schon mal was, genau. Is this a Bureau ID badge? Mhm. Looks Oops. Old. Hope will definitely want to see this. Genau, wir haben gerade so eine ID-Karte von einem der Mitarbeiter gefunden, die hier gearbeitet haben. Und jetzt können wir mehrere davon einsammeln. Für was ziemlich Cooles später. Auf jeden Fall wollte ich nur erzählen, ich habe diesen Film jetzt heute das erste Mal gesehen und kannte Neil Marshall schon von Dog Soldiers und Doomsday und ähnlichen Filmen. Und er ist halt so ein britischer kleiner Genre-Filmmacher und The Descent ist genau so ein Ding. Und ja, ist ein ziemlich guter Horrorfilm. Ich war ein bisschen überrascht, gerade wegen dem Ende, was ziemlich, ich werde es nicht verraten, aber ziemlich radikal ist, sage ich jetzt mal. War ich ziemlich überrascht, dass der Film im Mainstream oder halt in der allgemeinen Auffassung so positiv wegkommt. Und sowas. Es gab auch ein paar Stellen, die mir tatsächlich nicht unbedingt so sehr gefallen haben. Aber insgesamt fand ich ihn schon ziemlich gut. Also kann ich empfehlen. Gibt's jetzt gerade auf Amazon Prime. Ist der gerade mit inbegriffen, da kann man den gerade gucken. Also wenn ihr da Interesse habt, kann ich euch den solide empfehlen. Das ist eine solide Empfehlung von mir. Das ist kein Meisterwerk, aber der ist schon ziemlich gut. Aber die meisten, die ich kenne, kannten den tatsächlich schon, was mich immer gewundert hat. Und jetzt, wo ich ihn gesehen habe, sogar noch ein bisschen mehr gewundert hat. Also das ist schon eher so ein kleiner Nischen-Horrorstreifen ist, aber sehr interessant. Man kann es ja wirklich nicht vorhersehen, was Leute gut finden und was nicht. Oder besser gesagt, was finanziell oder kritisch Erfolg hat. AWE Nummer 3, 1958 in Sawyer County, Wisconsin. Per archival mandates 8A, this document has been edited to meet current administrative standards. Certain terminology may be out of date. This paradimensional occurrence consisted of three sequential sinkholes induced by subterranean implosions revealing foreign material of magmatic qualities. Event response, a local chapter of a youth science league were participating in archaeological dig on the hill when the event occurred. Many boys were injured in the resulting collapse, some touched the magma directly. Bureau agents arrived at the scene 7 days after the incident. Samples of lava-like material were taken. The area was quickly sealed off from the public at our recommendation. Our aim was to ensure all remnants of the material were rendered inoffensive, but the magma descended too deeply into the earth to retrieve. Foul-smelling odors were detected in the area, which were hypothesized being the dissipated elements vapor trail left at the scene. All acquired material was delivered to Washington for examination in the Bureau's on-site laboratories. Ah, from Meteor Hill, genau. Von dem Meteor ist das. Okay, ist kein Strom auf dem Aufzug. Oh! Ah, doch! Krass. Genau, ist nämlich so, dass wir hier schon mal... Won't go any higher. I wonder if I can charge it up somehow. Genau, ist nämlich ganz geil. Weil, wie man jetzt gesehen hat, geht das Ding nicht höher. Also keine höheren Etagen. Was wir jetzt natürlich Stück für Stück ändern müssen. Sowas liebe ich ja. Also so, diese Art von Umgebungsrätsel. Ah Gott, hast du mich erschreckt, Bro. Alter. Ich habe völlig vergessen, dass der mit dir herläuft. Hier noch. Hätte ich noch irgendwo einen Weg? Nee, ich glaube, ich verwechsel das gerade mit einer anderen Etage. Aber das ist auch geil, wie das Licht hier rein reflektiert und sowas, das Rote und so. Ah, herrlich. Okay, ich müsste noch so ein ID sein, genau. Weird place to leave an ID card, but okay. Da haben wir schon mal zwei. Hm.
another ID card. Drei. For a cartographer. Hier sieht man es auch, dass in so verschiedenen Arbeitsbereichen. Da war so ein kleines Büro. Hier ist ein Kartograf oder sowas. Dann ist das an solchen Stellen liegen geblieben. Ist also scheinbar von sehr bestimmten Berufszweigen. What we're calling the oldest house. Northmore insists on the name. I'm too tired to ask why. I'm not sleeping well. Her orders. Me and my research team have established a permanent examination lab in the Foundation. I basically live down here now, like the obedient head of research Father raised me to be. I spend my days investigating that odd pillar where Northmore found the handgun. The work was half-hearted at first, I admit. But then I discovered numerous non-Aristotelian energy channels converging at its base. Ley lines, dragon nodes, Hylogalinian, call them what you want. But this pillar is the crossroads. I started building something. Equal parts talisman and technology. An array that can impose order on the ley junctions. That's the idea, at least. We'll see what I'm done. I prefer to work away from the pillar. I'm not the only one who feels like that thing has eyes. Genau, der hat nämlich dieses System erfunden, die Control Points. Ne, habe ich ja schon mal erzählt mit den Ley-Linien, dass das so bestimmte Energie-Convertible Areas sind, wo dann so quasi mehrere Linien, man sieht das ja auch anhand dessen, wie das so abgetaped ist, wo mehrere Energielinien sich zusammentun, und das sind dann diese richtig guten Punkte, wo man dann die Arrays drum bauen kann, um die dann quasi zu aktivieren, was wir ja benutzen, um die House Shifts aufzuhalten und ähnliches, ne? Also es ist quasi ein Energie-Junction Point, könnte man sagen. So, jetzt kommen wir zur Etage 2. Tschüss, Bro, hast du sehr gut gemacht. Jetzt auch Ström Power Cores. After numerous attempts, I finally found a way to intercept and contain the ambient energy of a ley lines in a kind of non-Aristotelian battery I've dubbed the Power Core. I admit this was difficult capturing energy I can barely measure, much less interact with. Luckily, it seems that the porous stone of the Foundation's caverns possesses such conductive qualities. Using stone like stone flakes and copper wire, my power cores collect significant power. My early prototypes collected too much, in fact, but I've since reinforced the container. We don't yet know the repercussions of tapping into this power field. As a precaution, these devices should not be taken outside of the oldest house. Ideally, the Bureau should no longer need to rely on typical energy sources. It's my greatest feat of engineering yet. I've always had an interest in invention. I like the creativity that it allowed, set within the firm boundaries of logic and physics. Father never approved calling it a mundane science. With that in mind, I dedicate this invention to Theodore Ash Sr. May he scowl in peace. Guter Junge. Genau, der hat nämlich auch die Power Cores erfunden, die wir hier immer benutzen, die quasi so in einer kleinen Box collected die Energie verwalten, könnte man sagen. Nicht noch was anderes ist, aber ich bin mir ziemlich sicher, dem ist nicht so. So, jetzt könnte ich noch eine Etage höher.
haben wir. In diesem Zwischenraum. Aha. Ich wusste es. Das hatte ich mir noch grob gemerkt. Entry day plus 51. Northmore has ordered an all-hands search for objects similar to the service weapon. He claims there are more in the house, though I don't see how he's so certain. He's been strange lately, talking about joining greater causes and frequently mentioning the pyramid. After pressing him, he finally described this pyramid to me. Inverted, black, mathematically perfect. Oddly enough, Adam and the other id have shown me numerous inverted triangles painted on the cave walls. Surely there's a connection, but I don't see it yet. As far as occult symbols go, triangles are by no means rare. Flood, Levi, Kroll, they used that shape like it was going out of fashion. Standing on their base, triangles signify stability and strength. Inverted on their points, they represent conflict and stagnation. Of course, the orientation is just a matter of perspective. Looking at the pyramid from below gives you one, from above, another. Northmore says he looks up at the inverted pyramid. I have to wonder, is anyone standing over it, looking down? Das ist eine spannende Frage. Ich bin gespannt, ob wir das eines Tages herausfinden können. Oh, ich vergesse mal, wie geil das Sounddesign ist. Manometer. Kriege ich mir richtig die Nackenhaare hoch. Schönes Ding. Angst. Thank you.
Das sind die, die jemanden huldigen, der schwebt und Augen von oben liegen beobachten, wie es aussieht. Und wir haben ja schon herausgefunden, dass diese Cave Paintings. He's got in. Boom. The nail. Pile of smoking rubble. Marshall. What was she thinking? Sie hat den Nail in die Luft gejagt. Aber ich sagen wollte, wir haben ja schon herausgefunden, dass die Cave Paintings nicht von einer alten Zivilisation sind, von vor tausenden von Jahren oder so. Sondern, dass die recht frisch sind. Jedenfalls die letzten Cave Paintings, die untersucht wurden. Ah, noch ein Stück zum Meteor Hill. We retrieve material subjected to Felstrom's array, configuration 74B. But the tests were halted as the matter began to physically elude the equipment. Attempts to constrain the elements were made, but under further stress it became vaporous. The researchers suffered corrosive injuries prior to the deaths. The child victims at Meteor Hill encountered the material enveloping them in a pleasant manner upon making contact, but when discovered, they were and screaming. Bodily changes were perceived immediately. Deformities, loss of pigment in the skin and hair, and mental symptoms surfaced in subsequent examinations. Confusion, heightened aggression. The Department of Public Knowledge and Diversions gave statements claiming the incident was caused by debris from poorly made Russian satellites, which the public accepted with no complications. The children were sent to a bureau's recuperation facility in Kuk to receive help away from society. Also interessant, also was auch immer aus diesem Meteor gekommen ist, hat wie so ein Eigenleben entwickelt quasi und scheinbar auch so seine Zusammensetzung verändert. Und was ich interessant finde, wo war das gerade? The child wicks and meteor here recounted the material enveloping them in a pleasant manner. Also die Kinder haben das angefasst und wurden auf sehr angenehme Weise davon quasi so übernommen, das ist quasi so auf ihren Körper übergegangen und sowas. Aber sobald dann die Erwachsenen kamen, um das dann halt zu beobachten, wurden die quasi gewaltsam plötzlich deformiert und verändert, so als hätte sich die hätten sie sich, was auch immer das ist, von den Erwachsenen versucht zu beschützen und abzuwenden. Aber mit den Kindern hat es eigentlich gar kein Problem gehabt. Ich muss sagen, es erinnert mich immer so ein bisschen an den Act X-Film, den ersten von 98. Da ist das mit einer schwarzen, flüssigen, scheinbar intelligenten Substanz ziemlich ähnlich. Was natürlich in der mit der flüssigen Dunkelheit in Alan Wake auch nicht so unähnlich ist. Ist auch wirklich nicht weiter, ne? Ah doch, da geht's weiter. Aber jetzt haben wir die Etage trotzdem schon mal freigeschaltet in dem Aufzug. Auf jeden Fall Hiss, den Weg zu blockieren. Hiss und Hit, die uns hier angreifen. Aber scheinbar attackieren die nicht gemeinsam gegeneinander.
was noch übrig. Das ist noch ein Gegner. Hallo? Komme ich jetzt mal wieder raus? Okay, scheint ein Bug zu sein. Dann gehen wir zum letzten Checkpoint. Wir haben ja zum Glück gerade gespeichert. Das ist ja kein Problem. Ich ziehe mal eben meinen Onesie aus. Es wird mir gerade ein bisschen zu warm. Bin ich mal gespannt, ob der Kampf als gewonnen gilt. Ich nehme es mal nicht an. Okay. Also immer erstmal den Sniper loswerden. Alter. Ah, geschafft. Geht auch so, muss das laufen. So, nochmal eben alles ablaufen. Wegen. Ich wollte gerade sagen, Subroutinen. Da muss ich gerade an Transatrol denken. Jetzt muss mein Kumpel Razor eigentlich noch zu Ende spielen. Der hat das nicht gestreamt. Aber wir haben das gemeinsam gespielt, weil Transatrol ja auch eins meiner Lieblingsspiele aus meiner Kindheit ist. Und das hat ihm sehr gefallen, aber jetzt, glaube ich, ohne mich nicht weitergespielt, meine ich. Foundation Etchings. My explorations of the foundation have resulted in yet another mystery, a fascinating series of etchings on large stone tablets. The tablets themselves are likely not native to the foundation, seeing as they are slabs of sedimentary stone, quite different from a cave's categorizing defying rock. Their placement and form are also too intentional to be normal. Not naturally occurring. But who braved this place to carry them in, and for what purpose? I discovered a 5-point macro entanglement between the tablets, with a pillar at its center. These links seem to extend beyond our level of consciousness, to some astral realm I can't detect. Is Northmore's board somehow tied to all this?
The etchings on these tablets are similarly. Das ist immer das Ding, wenn man langsam müde wird. Dann fliegt das gesamte Englischkönnen aus dem Hirn raus. Aber landet leider nicht auf dem Mund. Similarly curious. They differ from the cave paintings in style and technique, so are clearly not of the same origin. Are they the visual narration of some event, or do they indicate intent, a wish, a plan? They only seem to consist of a tree and a pillar, but the sizes of either are inconsistent. What does it signify? I'm missing key pieces of this puzzle. It's unlikely I'll ever find them. Könnte sein. Ich glaube, der meint die weißen Pillar, die wir jetzt gerade bei für das Ritual nutzen, was wir hier gerade parallel durchführen. Ah! Nein! Egal. Ach, war ich hier eigentlich schon drin? Ne. Geil. Northmore Medical Results von Dr. Rosen. Frank, I've reviewed your report of my latest medical. I was disappointed to see that you believe my connection to the service weapon and the board are products of delusion brought on by the stresses of leadership. You witnessed my feats firsthand. You yourself declared my body temperature impossible. These are no delusions. They are the product of divine collaboration. The board has awoken in me a power beyond your understanding, and that power will only continue to grow. Your job is to merely ensure that I survive my gift and with absolute discretion. To that end, my gifts are best used with a degree of mystery that your needles and probes betray. No further medicals shall be required. I forbid you to speak of this matter with your colleagues, especially Dr. Ash. Under no circumstances do I want him involved. Keep your mouth shut and keep me alive. The board knows what I have become, and there's the only opinion, that counts. Sincerely, Director Broderick Northmore. Ja, kleiner Anfall von Größenwahn. Wird immer schlimmer. Sehr problemlos zurück nach oben arbeiten. Echo the Electric Fox schreibt: Hello, who are you? Huch. I'm sick and also, Snake Plissken Gaming, like the channel tells you. Or is supposed to tell you. So, let's get inside of here. Ah, yeah. I know this part. Here we can destroy the wall. A real breakthrough. And who are you, Echo the Electric Fox, and not the Dolphin? If I may ask. Oh, seven hours. Do we have
have to destroy these? No, I think this is we will be able to do this if we are inside the elevator. I guess I have to destroy the hiss knots first. Just a curious viewer. And how is the game? Oh, the game is fantastic. I'm a big fan of Remedy Entertainment and all their games, to be honest. And I played this game, I already finished this game, I think, 3 times. It's very good. Most of all, if you're a fan of mystery action games, because the lore and the world building is very, very, very detailed. So, but now I'm curious why this doesn't open, because I need this power core to get inside here. Schon dreimal durch. Ach, du sprichst doch Deutsch. Das macht es mir ein bisschen einfacher um die Uhrzeit. Weil ich Englischer, muss man sich natürlich ein bisschen konzentrieren. Genau, ich habe schon dreimal durchgespielt. Und wieso komme ich da jetzt nicht dran? Das wundert mich jetzt. Es gibt ja keine anderen Hissnots mehr. So, das da kann ich ja... Oder kann ich das von hier... Ah doch, das hatte ich nicht so in Erinnerung, dass das geht. Aber es geht. Erst nicht verraten. Ja, also ich schreibe ja unten drunter, dass meine Streams auch bilingual sind. Das heißt, wer möchte... Für den spreche ich auch Englisch. Aber wenn es nicht sein muss, ist es für mich natürlich angenehmer, in meiner Native Language zu speaken. Ich bin jetzt mal gespannt. Ah ja, hier ist die Stelle. Okay, zwischen Etage 5 und 6. Sind nämlich diese Hissnots versteckt. Ich werde halt zerstören muss. Für eine der unmarkierten Nebenmissionen in dem Spiel, die ich mal sehr mag. Und ich glaube, ich versuche das jetzt auch. Ich muss mir nur eben die Reihenfolge wieder merken. Also nee, nach unten sieht man es ja gar nicht. Ja, genau, die Katzenjagd. Da habe ich nämlich schon, ich weiß gar nicht, ob ich habe schon 5 oder 6, habe ich schon. Soweit ich weiß. So. Mal kurz schauen. Hast du es auch schon mal durchgespielt? Also offensichtlich. Nehme ich mal an. Hast alle? Ja. So. Links. Glück gehabt. Yes. First try. Easy. Blick Warehouse. Sehr schön. Ja, Control ist auf jeden Fall eins meiner liebsten Games der letzten Jahre, muss ich sagen. Auf jeden Fall das letzte moderne Game, was ich mir zum Vollpreis gekauft habe. Was aber auch daran liegt, dass ich mir sehr selten Spiele zum Vollpreis kaufe. Eigentlich sogar so ziemlich nie. Meistens warte ich immer ab, bis sie ein bisschen günstiger sind, aber hier konnte ich einfach nicht abwarten, weil ich, wie gesagt, großer Remedy-Fan bin. Also Max Payne 1 und 2, Alan Wake, American Nightmare und Quantum Break sind für mich allesamt großartige Meisterwerke. Und ich kann es auf jeden Fall kaum erwarten, weil ja schon Alan Wake 2 und Control 2 bereits offiziell angekündigt sind. Ich kann es kaum erwarten. Vor allem Alan Wake 2 freue ich mich sehr drauf.
Aha. Ich wollte nämlich sagen, die letzten Male waren ja immer so Konfrontationen. Das muss ich nur aufpassen. Ah ja. Glückstreffer. Genau, den möchte ich haben. Pling. So. Ja, ich versuche jetzt nicht so hektisch von A nach B zu rennen, weil hier irgendwo... Nee? Ach, ich habe den Engel schon besiegt. Ah, so. Alter. So, braucht ihr nicht mehr. Ich dachte, der Engel läuft ja noch durch die Gegend. Hast du beide DLCs durch? Ja, ich habe auch hier im Stream schon den vorigen, den AWE DLC, habe ich auch schon durchgespielt. Und das ist jetzt quasi das Finale. Ich spiele mal den Foundation DLC, ist nämlich mein liebster von den beiden. Den spiele ich immer gerne so als Finale von Control durch. Ich glaube, Marshalls brillanter Plan war, den Nail zu schlagen. Und sie dachte, ich war nicht bereit. Ich mache gerade noch längere Pause, die Achievements, ja. Das, da bin ich auch, also auf Steam habe ich alle Achievements. Aber ich habe das Spiel halt primär auf Epic Games, also jetzt gerade spiel ich auch über meinen Epic Games Account. Und da gibt es ja keine Achievements für das Spiel. Aber da hatte ich das dann schon einmal durch und dann, als ich auf Steam das dann nochmal über einen Kumpel eigentlich nur für die Achievements dann nochmal da auch nochmal durchgespielt hatte. Da. Ha, Mist. Zack, geht doch. Da ging das dann ziemlich schnell, weil ich das Spiel dann schon ziemlich raus hatte. Meinst du das andere DLC, die Schatten gefallen mir irgendwie mehr? Easy to die. Fuck! But that's the last one. I fixed it, didn't I? Nail Leaf End. Ah, genau, das müssen wir hier abhauen. Yes. Ja, ich mag diesen DLC hier vom Level-Design her, also von diesen geilen organischen Höhlen und eben auch genau solchen Sachen hier. Und auch inhaltlich finde ich das, mag ich den ein bisschen lieber. Things should be better now, not worse. Emily will know. Da macht man es ein bisschen mehr Spaß. Und der DSC ist ein bisschen größer als der AWE-DSC. Der AWE ist ja sehr klein und kompakt und dann auch recht schnell durch. Und der hier hat ein bisschen mehr, ich sag mal, Fleisch auf den Knochen. Und inhaltlich finde ich es halt einen schönen Abschluss für das Spiel. Also für mich persönlich halt ist das immer ein cooles Finale, weil es ja darum geht, dass Jesse lernt, was es denn auch wirklich heißt, Chefs des Federal Bureaus zu sein. Und das finde ich immer so ein schönes, so einen coolen Abschluss für ihre Story. Bei dem AWE-DSC, der ist ja eher so ein Teaser für Alan Wake 2. Der endet das ja eher mit, oh, in Bright Falls ist wieder was los. Was halt auch ein cooles Ende ist, aber halt, so. Ich mag's halt, ich finde es halt schön, dass das hier mit eher für so ein Character-Ende ist für Jesse. Genau, jeder hat halt seine Vorlieben, genau. Aber ich finde beide ziemlich gut. Die nehmen sich nichts. So, dann haben wir das hier auch soweit. Jetzt haben wir das Ritual nämlich durch. Jetzt schaue ich hier nochmal eben, weil ich hatte vorhin schon drei ID-Karten eingesammelt.
für dieses coole Untergrundrätsel, was es hier gibt. Was ich jetzt nicht spoilen werde, bevor ich es mache. Weil ich die Streams auch immer, die kommen ja auch als VOD dann auf meinem Channel raus. Und das ist das auch für Leute, die ich das später angucken. Das heißt, nur weil dann live nicht alle Leute da sind, die sich dafür interessieren, nehme ich da nichts vorweg. So, also da hatte ich die eine, die da hatte ich die eine, die da hinten hatte ich. Hier sind wir noch nicht reingelaufen bei Crossroads. Ist aber, glaube ich, einfach nur ein Shortcut, meine ich. Das hatte ich mir gedacht, dass du das schon kennst. So. Hier kann ich nicht durch, genau. Ja, bei den Katzen, bei der Katzenjagd bin ich sehr stolz drauf, dass ich das zu 80% ohne Wiki nachschauen geschafft hatte. Weil die ja schon sehr kryptisch sind, die Sachen, die man machen muss. Aber ich bin dann immer so aus Versehen über die meisten gestolpert und alles, was so ein bisschen komisch war und nicht so ganz gepasst hat, habe ich dann immer so versucht selber rauszufinden. Das hat auch geklappt. Ich glaube, nur bei 2 oder 3 Katzen am Ende habe ich dann mal in den Guide reingeguckt, damit ich das dann 100% abschließen kann. Blöd, wenn diese Kristalle in der Nähe sind. Weil wenn ich dann hier zum Beispiel dann, ne, die Typen da irgendwas gegen Schädel schleudern will, da hat Jesse da manchmal keinen Bock drauf, weil die dann lieber Kristalle wachsen lassen möchte. So, das brauchen wir alles überhaupt nicht. Weg, weg, weg. Kann ich schon gar nichts mehr einsammeln, weil ich zu viel Müll habe. Brauche ich nicht. Habe ich besser. Ja, ich muss zugeben, für Höhlenforscher, wie das Achievement heißt, also alle Sammelobjekte finden, musste ich leider auch nachschauen. Ja. Ja, es ist auch mit das Schwierigste auf jeden Fall. Und wo ich beim ersten Mal gar nicht drüber gestolpert bin, sondern erst beim zweiten Mal, aber das haben wir schon geschafft im Stream, ist halt das mit den... Ach, ich lösche die jetzt alle hier weg, die benutze ich eh nicht. Das auch nicht. Da muss ich mal kurz gucken. Benutze ich gar nicht, ne? Ne. So. 3 hatten dir gefehlt, ja. Was wollte ich gerade sagen?
Ah ja, genau, bei dem AWEDSC, das mit den Getränkeautomaten, die dann lebendig werden, die man dann wegballern kann, um dann Stuff zu kriegen. Das habe ich beim ersten Mal spielen, ist das bei mir nie getriggert worden, weil ich nie diese Getränkautomaten kaputt gemacht habe im Kampf. Und als ich dann ein zweites Mal gespielt habe, dann rannte plötzlich das Ding los und sowas. Deswegen hatte ich das dann aus Unwissenheit dann erst im Nachgang geschafft. So. Und dann habe ich angefangen, und seitdem baller ich auf alle Getränkeautomaten. Das fand ich richtig cool. Vor allem, es ist so befriedigend, wenn man einfach so unglaublich viel Stuff aus denen rausfliegt, wenn man die ganze Zeit beballert. Das fand ich richtig cool. So, dann reden wir erstmal mit Emily, weil ich bin mir nicht mehr sicher, wie viele ID-Karten man nochmal braucht. Ich glaube, es waren 6. What did you do? What is causing these tremors? I thought you could tell me. I completed the 4 rituals just like the board told me to. The astral bleed should have stopped. Look, it has stopped. The nail is repaired. But we have a new problem. My analysis of the nail indicates that it is literally a piece of the astral plane. Or possibly a vessel containing the astral plane. Or both. Either way, right now both dimensions are vibrating at completely incompatible frequencies. The spatial friction they are generating is incalculable. It's going to destroy both planes. I messed this all up. Maybe Marshall was right to destroy the nail. I should have left it in pieces. No, then the astral plane would still be leaking in. Sometimes there's no right answer, Jesse. We need more information. No. I need to fix this now. I'll figure something out. No, we should really make a plan. The tremors are originating from directly below us, but we don't know what... Perfect. I'll head down and take care of whatever's going on. Just do what you can from here. Jesse, you can't just... I have to, Emily. I'm the director. This is on me. Genau, das möchte sie unbedingt klären. Aber wir reden noch mal kurz mit Emily. So did you find anything noteworthy? The original Bureau expedition down here left so much interesting stuff behind. Like their ID cards. I picked up a weird one. It's pretty old. Oh wow, look at that. Yeah, I found a few ID cards myself. Or more accurately, the Rangers found them for me. Are you starting a collection? I'm going for the whole set. I kid, of course. But I suppose they are sort of like baseball cards, except for Bureau stuff from the 60s. Hey, the one you found is different than mine. It looks like it's a higher clearance level. A rare one, then. Want to keep it, Emily? Yeah, I absolutely do. But I think you should hang on to it for now. High clearance access might come in handy. Sounds like you have something in mind. Guilty. See, I've been going through Dr. Ash's notes, or the ones I can find, anyway. Like Darling, he seemed to enjoy hiding his most relevant research. From what I gather, there is another floor beneath the warehouse, with a special lab that requires 5 high-level staff members just to access. Here, take this. It's an old skeleton key. Something else the Rangers found. I give them $5 for every useful trinket they bring me. I'm gonna assume this key is my ticket to that lower floor. And that super secret lab you mentioned. Bingo bango, as Dr. Darling used to say. Well, keep your eyes peeled for more ID cards around the warehouse. If Ash's notes are reliable, and I'm sure they are, then 5 is the magic number. Ah, okay, es sind 5. Dann fehlen mir nur noch 2, meine ich. Das meine ich zuerst. Weißt du, was passiert, wenn du alle Katzen hast? Ja, das weiß ich. Beziehungsweise, falls deine Frage nicht ist, ob ich weiß, ob da noch mehr passiert, als das, was man sieht, dann kann ich die Frage nur mit "das weiß ich leider auch nicht" beantworten. Oh, sie hat noch was Wichtiges, okay. If you're not gonna listen to me, then you better go figure out how to stop this. There's no telling what could happen if the vibrations escalate.
Achso. I'll see you later, Emily. Good luck. Take note. Scheinbar doch keine neue Info. Okay. So, dann machen wir nur noch zwei Karten. Dann würde ich sagen, dann versuchen wir das noch zu lösen, bevor wir ins Finale gehen. Ein bisschen furry. Okay. Ja, dann reicht natürlich das, was da passiert. Wie viele andere dachte ich nämlich auch erstmal so, oh, das ist alles, aber irgendwie fand ich es dann doch ziemlich cool und die ganze Aufgabe an sich hat halt schon Spaß gemacht, aber wie gesagt, für Leute, die es später gucken, nehme ich es auch nicht vorweg, bevor wir die nicht alle gefunden haben. Aber hier können wir jetzt schon mal rein. Aha, da haben wir auch schon die vierte Karte. Security Chief. Dann fehlt nur noch eine einzige, die aber natürlich nicht hier drin ist. Es ist die Frage, wo war denn die letzte ID-Card noch? Ich hoffe, das Spiel läuft die ganze Zeit flüssig. Weil manchmal auf meiner... Ach, hier. This ID card was for an excavation engineer. Komisch, dabei waren wir ja schon. Dabei waren wir doch eigentlich schon hier drin. Aber naja, habe ich vielleicht übersehen. Ich hoffe, es läuft die ganze Zeit flüssig, weil manchmal auf OBS, hier auf meinem Kontrollbildschirm, sieht es nicht aus, ob es hängen würde. Das möchte ich aber nicht. Not even Ati. No way he'd stand for this. There's an elevator. Which I'm sure is super safe. In a space in each terminal for an ID card. But which card goes where? Genau, jetzt müssen wir nämlich gucken, zu welchem Berufszweig welcher Tisch gehört und dementsprechend die Karten zuweisen. Das sieht nämlich zum Beispiel aus wie ein, ja, entweder Excavation oder Cartographer. Ich würde jetzt erstmal das hier nehmen. Was haben wir da? Request denied. Dr. Ash, as Chief Excavation Officer, it's my job to support the research team, so I got you your machine for that ridiculous sand research project. However, it's also my responsibility to ensure the safety of my crew. Do you know how many trips it took to get an entire bulldozer down here piece by piece? And do you know how many of my guys we lost in those trips? Here's a hint. Too fucking many. Which brings me to my point. I'm writing you today because of this request form that just landed on my desk. Apparently you want a lightweight one or two man military grade helicopter for the purpose of surveying the vast expanse of columns by air. I bet you didn't even stop to wonder how much time, money, effort and blood this toy would cost us. Well, no sir, I'm sorry, but I would not subject my men to another month of marching through the death trap upstairs. For Christ's sake, these people have families, not that they ever get to see them anymore. Request denied. Louis McNary. Sorry, wir kurz vorher, das läuft alles super. Achso, cool. Das freut mich. Dann ist alles gut. Das hier ist der Cartographer. Guck mal, das sieht ja schon mal gut aus. Das kann ich nicht gut erkennen. Irgendwas mit Bürokram wird wohl Head of Research sein, behaupte ich jetzt einfach mal. Das hier ist ähnlich, aber das ist so ein Messgerät. Das und so ein Newton-Panel, also wahrscheinlich der Physiker.
Und dann wird das hier der Security Chief sein. Yes! Ja, ich finde auch, das ist ein sehr geiles Rätsel. Aber normalerweise habe ich beim First Try irgendwie immer zwei, verwechsel ich normalerweise. Aber diesmal direkt geschafft. First Try. Jetzt ab in den geheimen Keller, Basement. Keller ist ein Basement. Labor. Da haben wir wieder Getränke-Dinger. Ich weiß zwar schon, dass ich alle habe, aber ich kann. Das ist jetzt einfach so ein Reflex. Ich kann einfach nicht mehr aufhören, auf die zu ballern. So, hier gibt es auch eine coole Verbindung, von der ich vorhin mal gesprochen habe. Zum Thema Katzenrätsel. Das wäre nämlich das Erste, was mir dann aufgefallen war, bewusst, als ich das gespielt hatte. Und zwar, das müsste irgendwo da drüben ist es. Kann man nämlich dieses Ventil hier öffnen, was jetzt erstmal hier scheinbar überhaupt keinen Nutzen hat. Aber ich mir dann schon dachte, so Moment mal, habe ich gerade etwa das Wasser wieder, das Wasser aufgedreht und das ist natürlich für die Dusche oben. Jetzt habe ich es quasi schon verraten. Natürlich finden wir dann da eine weitere Kitty Cat. Und da habe ich dann gemerkt, ah, okay, ne, das hat mit solchen Ritualen zu tun. We'll see. Ich glaube, die zweite Katze, die ich gefunden hatte, war hinter dem Poster in dem einen Geheimraum. Oh ja. Professor Processes Designer Gips greift mir es an. Super Laserengel. Aua! Okay, das war jetzt eine Mischung aus Explosion zu nah und Laser in die Phrase. Das ist nicht so gesund. Aber kein Problem, das kriegen wir jetzt, wenn es halt mal besser hin. Sehr schön. This looks like the nail, only mini. Ich liebe es, wie sie es sagt. Mini. A document. Is this in some kind of code? I can't read a word of it. I should take this back to Emily and tell her I got into Ash's secret lab.
Northmore Final Warning to Dr. Theodore Ash Jr. as Director of the Federal Bureau of Control and Chosen Representative Liaison Benefactor of a Greater Authority of the Board, I demand your immediate withdrawal from the Foundation. Prior memos issued broadly to Foundation staff called for swift reassignment of all personnel to the upper levels of the house. All staff complied except you. This demonstrates a lack of respect for my office and the board itself. This is their house and we are their guests. We should conduct ourselves accordingly. Normally, such insubordination would be grounds for dismissal. But out of respect for your late father, consider this instead my final warning. The board and Director Ash chose me as successor to the office, and no amount of petulance will change that. Indeed, your actions seem to suggest you know better than myself and by extension better than the board. Permit me to assure you that this is not possible. Sincerely, Director Broderick Northmore. Ich habe den Lader und den Impuls der Mini-Granatwerfer mit Explosionsradius hochgeschraubt und muss die beiden noch in großen, also wirklich großen Räumen oder Gebieten verwenden. Achso, ja. Achso, du spielst das auf Deutsch, ne? Dann meinst du den Charge ist ein Lader, ne? Genau. Und Impuls ist dann Search? Nehme ich mal an. Ja. Ich kenne das Spiel halt nur auf Englisch. Aber deswegen sind die Begriffe auf Deutsch für mich immer total fremd, witzigerweise. Search, genau, ja. Ja, die benutze ich immer selten. Also mein Standard ist tatsächlich meistens Grip, also die normale Pistol. Und als zweiter halt die Shotgun für nahe Gegner und sowas. Und die anderen Waffen benutze ich eigentlich kaum. Also ich habe mit allen mal so ein bisschen gespielt. Aber die sind auch cool, aber ich mit den anderen fühle ich mich so ein bisschen sicherer. Auch wenn die Grip, die Pistole, nicht unbedingt die stärkste ist, also beziehungsweise man schon ordentlich viel draufballern muss, aber dafür habe ich ja auch hier das Eternal Fire, als wodurch ich dann mit jedem Treffer dann wieder eine Kugel zurückbekomme. Das ist nicht so schlimm, da kann man so dauernd schön die alle wegnattern. Was ich hier ganz cool finde, wir haben vorher, glaube ich, mal ein Dokument gefunden, wo über diesen kleinen Mini-Pillar hier mal gesprochen wurde und dass in der Nähe man sich beobachtet fühlt. Und wenn man dann ganz genau hinguckt, sieht man, dass hier überall so Augen in den Stein gemalt sind. Aber relativ subtil. Also wenn man sieht, dann kann man es nicht mehr sehen. Aber als ich das erste Mal hier reingekommen bin, habe ich das gar nicht gesehen, dass man wortwörtlich beobachtet wird. Und wie so vieles im Spiel ist es halt sowohl symbolisch als auch wörtlich gemeint. Geil, dann haben wir das nämlich auch soweit. Jetzt können wir uns doch eben die Katze holen, damit ich es nicht vergesse. Und dann müssen wir später auf jeden Fall mal blub. Ah, da. Zack. So, und ich weiß gar nicht, wie viele von den Katzen ich jetzt habe. Das Ende von der Hauptstory ist auch super. Ja, finde ich auch. Das mochte ich sehr, sehr gerne. Vor allem, wenn man das Spiel halt gründlich spielt. Also für alle Leute, die sich immer darüber beschweren, das wäre zu plötzlich das Finale von der Hauptstory, sind meistens Leute, die das Spiel, also die dann versucht haben, nur so die Hauptmission schnell durchzuballern, wie es Leute bei den meisten Games leider machen. Und die das Spiel nicht so richtig genossen und wirklich so im Detail erkundet haben. Weil wenn man sich dann wirklich Zeit nimmt und sowas, dann baut sich die Story auch gerade durch die Dokumente und dadurch, dass man sich Zeit nimmt, auch erst so richtig auf. Und dann fand ich das zum Beispiel beim ersten Mal spielen nicht so abrupt, wie viele andere es empfunden haben. Crossroads, genau. Aber persönlich mag ich das Finale von dem DSC hier am liebsten, weil das der geilste finale Bossfight ist. Meiner Meinung nach. So, dann können wir jetzt Emily das noch eben geben. Dann würde ich mal eben bei den Katzen vorbeigucken gleich. Excellent. Please tell me everything. Spare no details. Well, there was another cave. The walls were covered in paintings of eyeballs.
The research seemed dedicated to studying a kinda smaller version of the nail. It looked like the same material as the one up here, but just a different shape. Well, are you sure you didn't see any functioning prototypes? Or at least some schematics? I mean, Dr. Ash was a very accomplished engineer. None. Sorry. I did find this handwritten note. Wow. Ash had terrible handwriting. Never meet your heroes, right? So it looks like a transcribed conversation between Ash and someone named F. Ooh. Oh, this is juicy. This'll take me days to parse out. Maybe weeks. Have you ever thought about taking a vacation, Emily? Are you kidding? This is my vacation, Jesse. Herrlich. Mit jemandem, der F heißt, hat sie gesprochen. Ja, wenn er so ein kleiner Nail ist, ne? Und dass jemand ist, der mit F geschrieben wird, dann wird er wahrscheinlich den Former meinen. Ich schaue mir immer alles ganz genau an, trotzdem finde ich nicht alles. Ja, das passiert mir beim ersten Mal spielen meistens auch, aber oft ist es dann immer so diese Rückschlüsse, wo man dann so spätestens beim zweiten Durchgang dann sofort dann merkt, oh Moment, da ist ja noch was. Die Nebenmissionen füllen doch erst das Spiel und Arty ist für mich der Beste von allen. Ja, das auf jeden Fall. For a fiend, vacation is holy. Geiler Typ. So, mach ich Millie auf jeden Fall noch hoch. Und der Rest ist jetzt eigentlich nur noch Formalität. Noch einmal speichern. So. Jetzt würde ich gerne mal bei den Katzen vorbeigucken, weil ich nämlich gar nicht genau weiß, wie viele mir noch fehlen, bevor ich mich dann irgendwie ziellos auf die Suche mache. Und dann gucken wir mal, wenn es noch einige sind, die fehlen, dann machen wir einfach den. Dann machen wir den Endboss-Fight schon mal. Dann machen wir den nicht, meine ich. Dann gucken wir erstmal nach den Katzen. Aber wenn es nur so ein oder zwei sind und mir nicht direkt einfällt, welche das nochmal waren, dann machen wir den Endboss-Fight. Jetzt muss ich nur wieder überlegen, wo war es nochmal. Es ist auf jeden Fall hier im Collapse Department. Na genau. Dann gehen wir doch dahin. Müssen insgesamt 8 sein. Ja, dann schauen wir mal. Ich bin mir nämlich, ich habe jetzt wieder so ein bisschen, das ist immer das Ding, ich kann halt leider nicht so oft streamen, wie ich gern möchte, weil ich meistens arbeitstechnisch dann ziemlich eingespannt bin, beziehungsweise einfach dann verdammt müde bin, wenn ich von der Arbeit komme. Und ich mir so die Energie für sowas habe. Die waren doch da hinten, oder? Ja. Auf jeden Fall ist es jetzt schon länger her, deswegen hatte ich es gar nicht mehr auf dem Schirm, wie viele ich geschafft habe. Aber hier sind 9 Katzen. Ich habe es geschafft. Glaube ich. Schon sagen. Nowhere. Huldigt dem Katzengott. Oh. Jetzt haben wir hier Katzenöhrchen, die man anlassen oder zurückgeben kann. Aber ich lasse die immer an. Ich mag diese Katzenöhrchen. Das sind keine Kartons. So ein bisschen Katzenstreu drin, Ball zum Spielen und Futter. Remedy sind einfach die geilsten. Die haben einfach einen geilen Humor, sind so geil detailverliebt. Das sind einfach mit meinen liebsten Videospielentwickler überhaupt, diese Typen. Und wie man sieht, ne, die Katzen, die man gesucht hat, sitzen jetzt plötzlich alle hier. Und die eine begrüßt einen von außen. Hehe, weißt du, was du warst? Ja, das stimmt. Das ist wahr. So, damit haben wir das auch geschafft. Und ich glaube,
Damit müssten wir auch so ziemlich alle Secrets haben. Ich glaube, es gibt, glaube ich, noch ein Secret im AWE-DLC, das wir noch nicht gefunden haben. Wo ich nämlich immer unsicher bin, wann man das triggert. Aber ich meine, in diesem DLC müssten wir jetzt eigentlich alles gesehen und erlebt haben. Das ist ja das Geile an dem Spiel, an Control. Dass das so ein bisschen ambivalent ist, also dass halt im Spiel einem nicht genau gesagt wird, wie viele Dokumente es gibt und wie viele Geheimräume, dass es nirgendwo steht, finde ich irgendwie cool. So wie das meiste ja extra darauf ausgelegt ist, dass man sich das selber zusammenbastelt im Kopf. Und deswegen kann man sich natürlich nicht so hundertprozentig sicher sein, ob man alles hat oder nicht. Aber ich habe das Spiel jetzt, wie gesagt, das ist jetzt, glaube ich, mein vierter Run. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das Spiel zu 100% schon mal durchgespielt habe. Bin jetzt neugierig, aber ich schreibe dann stets leider auch im Chat. Ah, du meinst wahrscheinlich hier so diese persönliche Funktion, ne? Warte mal. Man kann doch auf Twitch persönlich schreiben, ne? Ich gehe mal eben auf Twitch. Hoffentlich hört man mich gleich nicht doppelt. So. Ach, ich muss doch gar nicht auf Twitch. Ich kann das doch hier über meine App machen, oder? Blick. Ja, Moment. Flüstern. Macht er nicht, ne? Rechtsklick auch nicht, ne? Keine Eile. Nö, ich guck nur gerade, ob ich über OBS, da habe ich ja so den Stream-Chat drin, ob ich darüber die Antworten kann im Flüstermodus, aber das scheint nicht zu gehen. Ist aber nicht schlimm, dann mache ich das hier über den Twitch Chatty Paddy. Da, flüstern. So, jetzt kommt's. Wie beschreibe ich das jetzt? Mal sehen, ob du mit der Beschreibung was anfangen kannst. So, ich gehe jetzt erstmal zurück ins Spiel. So. Ich bin mir auf jeden Fall ziemlich sicher, dass wir jetzt alles haben. Wir haben ja auch das mit dem Fernseher, haben wir auch gemacht. Wo man da dunkeln rumtapst. Ja, genau. Hier sind wir im Grunde soweit durch. Da würde ich nämlich gleich. Oder ist das hier im AWE? Hier in dem DLC? Ist das in dem DLC hier? Nee, das ist nicht in dem. Das ist bei AWE ist das. Oder? Jetzt bin ich unsicher. Ich glaube nämlich, dass das dann. Dass das. Jetzt glaube ich nämlich gerade, dass das doch hier in diesem DLC ist. Ist das nicht auch in dem Collapsed Department? Ja, das ist auch hier. Weil dann würde ich nämlich jetzt eben gucken, oder? Nee, jetzt bin ich völlig verwirrt. Das ist doch auch so ein umgedrehter Raum. Da irre ich mich gerade. Nee, warte, ich guck mal eben. Es sei denn, du weißt, ob das in welchem DLC das war. Aber jetzt bin ich gerade unsicher. Jetzt glaube ich, ist es doch hier.
ich hier in dem Bereich. Ich laufe jetzt einmal durch, ich habe jetzt keine Lust, gegen die zu fighten. Das möchte ich mal schnell herausfinden. Ich meine, das ist in diesem Zwischenbereich, wo eins der Büros quasi. Hier sind wir wieder hier. Wo ist denn dieser Bereich? Nee, es ist im AWE-DLC, ne? Wo man von den Asteris... Nee. Ist doch hier auch, wo man... Dieser Flur, wo von den Asteris-Bikes gejagt wird. Wo war der denn nochmal? Basecamp. Cave Bleed. Crossroads. Cave System. Transit Access. Nee, ich glaube, ich irre mich gerade. Astral Tower, Cave Bridge, Warehouse Rise. Es muss in irgendeinem Bürokonstrukt sein. Und das ist dann so ein Flur, wo man von so Asteris-Bikes gejagt wird, ne, von diesen Bällen mit den Spitzen, die einen immer so verletzen, wenn man denen zu nahe kommt. Und dann gibt's dann so einen kleinen Geheimraum, wo dann so ein Büro so auf die Seite oder auf den Kopf gedreht ist und so was. Und da drin ist das. Und jetzt bin ich gerade unsicher, ob das hier auf dieser Etage ist oder doch hier in Investigations. Nee, ich glaube, das ist Investigations. Ich glaube, das ist einer von diesen Shifted Passages oder sowas. Ich gucke jetzt einfach mal. Gehen wir mal in die andere Etage. Weil könnte nämlich sein, dass das jetzt getriggert ist. Dieses kleine Secret. Wobei ich da natürlich auch nochmal das nachgucken muss dann dafür, aber das können wir gemeinsam machen. Weil ich es nur einmal gemacht habe, das Secret. Ich mal eben gucken. Genau, hier ist ja auch ein Asteris Spike. Hier nicht irgendwo. Aua, aua, aua. Ah, da. Ich meine, das wäre hier, genau. Ja, genau, hier ist das. Aha! Genau, dieser Weg ist nämlich erst nicht offen. Der ist nämlich erst geschlossen. Und ich weiß nicht mehr, wodurch das getriggert wird. Aber hier läuft auf jeden Fall der Take-Control-Song. Und dann denke ich erstmal so, wieso läuft denn der hier? Aber es hat damit zu tun, dass man diesen Song hören muss, um dieses Rätsel zu lösen. Und ich habe erst versucht, das Rätsel so zu lösen, weil ich gar nicht gerallt habe, dass es mit dem Song irgendeinen Zusammenhang hat. Bis ich das dann nämlich dann doch im Internet nachgelesen hatte. Weil man hier nämlich einer ganz bestimmten Uhrzeit stoppen muss, mehrfach. Und die hat damit zu tun, was in dem Song vorkommt. So, und das weiß ich jetzt aus dem Kopf nämlich nicht mehr. Deswegen gehe ich mal kurz ins Netz und nehme euch mit. Und dann schauen wir nämlich mal eben, ganz simpel. Ich nehme jetzt einfach mal Control Wiki.
Und ich zeige das auch immer gerne, um zu zeigen, dass ich nicht cheate, sondern dass ich dann immer schon versuche, die Sachen selber rauszufinden. Aber hier geht es jetzt wirklich um so ein Detail, da geht es darum, es gibt halt eine Passage in Take Control, die rückwärts gesungen wird. Und wenn man die richtig rum abspielt, weil ich jetzt eben nicht mal eben so editen werde selber, dann sagt die Textzeile irgendwas Wertvolles. So. Und das ist jetzt Uhren. Keine Ahnung, ob man das so findet. Uhrenrätsel. Nee. Take Control. Mission. Old Gods of Asgard. So. A series of hidden messages can be heard throughout the song when it's played in reverse. A full transcription of these messages is below. In their drunken fever states, see them both profoundly. The pyramid in the stone file becomes the spruce tree. The diamond will tell you where 1-19-7-1-18-4-9-19 Asgard is. Genau, will tell you what Asgard is. Landing on the polar star and rushing on to the red room, find the call to take you to a secret rendezvous. Genau. Und da ist jetzt nämlich das Ding. Inside the room past the diamond-shaped hole. Genau, das haben wir soweit. Ach, jetzt kann man auch sehen, glaube ich, wann das ist, ne? As the radio had placed take control, the employee Mr. Media Clerk can be found in the sideways office area. Now a painting of spruce trees is in the room when destroyed. It reveals a passage leading on the diamond-shaped hole. Genau. Inside the room there's a clock which can be interacted with. A sequence of numbers in the second line refers to the hand positions on the clock when converted from military time 1-19-7-1-18 bla bla. It becomes, und das, da wäre ich nie drauf gekommen, dass man das umrechnen oder umdenken muss. Aber es ist dann 1-7-7-1-6-4-9-7. Wobei ich mir das auf keinen Fall merken kann, packe ich mir das jetzt hier mal eben an die Seite auf meinen Zweitbildschirm. So. Und das machen wir jetzt. Gibt es ein cooles Secret, wenn man das macht. So. Kann ich bitte das, kann man das irgendwie resetten? So, also ich muss erstmal. Ich packe die erstmal wieder auf Anfang. Wobei, nee, ich kann ja einfach, ne? Genau, bei der 1 stoppen, dann bei 7. Dann nochmal 7. Genau. Dann nochmal 1. Dann 6. Also das ist wirklich so ein Rätsel, wo ich verstehe, wenn das Leute nicht ohne Hilfe schaffen, weil ich wäre auch sonst nie drauf gekommen, das so zu machen. Ich habe nämlich stundenlang rumprobiert, weil ich dachte, irgendwie muss man es ja hinkriegen, aber da habe ich gar nicht dran gedacht, an den Song. 4, dann 7, 8, dann 9 und ein letztes Mal die 7 und dann haben wir es geschafft. So. Eieieiei. So, jetzt packe ich mir mal eben das hier weg, weil mich das sonst stört. Die Website, Klick brauche ich nicht mehr. Dankeschön. Und jetzt muss ich hier wieder kurz auf meinen anderen Channel schalten. So. Damit es auch flüssig läuft, ja. Da ist der Red Room. Thank you.
Snap. Puh. Boah, es ist hier so eng, hier muss man sich echt... Muss mich echt gerade ziemlich konzentrieren, nicht drauf zu gehen. Und ich meine, das war's auch. Ich meine, hier gibt's jetzt keinen... Sonst glaube ich kein Collectible mehr oder sowas. Soweit ich weiß. Ja. Da können wir wieder hier raus. Eins. Zwei, ne? The rule of three applies. Drei. Jetzt wird zurückgemacht im Motel. American Airlines, Washington. See America, welcome to Montana. Das ist überall so amerikanische Werbung. Genau, ich... Twilight Games. The Valhalla Nursing Home. Founded in 2014 for Odin and Tora Anderson. For their twilight years. Genau, da hören wir mal kurz rein. In die komplette Hotline-Nachricht. Ach, da haben wir ein paar nicht gehört, genau. Apologies, how embarrassing. Astral Fellows, Shades are acting hostile, very rude. We cannot direct behavior. In external, not astral regions. Promise, fingers crossed. Da meinen die Astral Entities, die plötzlich aggressiv werden. Die außerhalb der Astral Plane sind. The Hiss got in. The Foundation is overrun. I was out of time and out of options. I took all the C4 I could get my hands on and strapped it to the nail. Boom. A desperate move. But it's better off in pieces than in enemy hands. Trench wouldn't be thrilled. He always said how vital the nail was. How it was the Bureau's duty to protect it. Bullshit. Those years spent in the Director's chair warped his priorities. In the end, he valued order over people. The advice of invisible voices over that of old friends. He lost sight of who he was. The board made sure of that. But I did my duty. The Hiss can't corrupt a pile of smoking rubble. My last act as head of operations. I'm done. At least I could take those bastards down with me. Ja, das mit Marshall ist echt tragisch, weil die hat zwar das richtig erkannt, dass irgendwas mit Director Trench nicht stimmt und dass der vom Hiss korrumpiert ist. Also das hat sie nicht speziell erkannt, aber sie hat auf jeden Fall erkannt, dass irgendwas mit ihm nicht stimmt. Und sowas. Aber deswegen hat sie auch versucht, auf eigene Faust zu handeln. Und das ist halt die moralische oder einfach nur eine interessante Frage. Ist nämlich dieses, war es jetzt eine gute Idee, den Nail Luft zu jagen oder nicht? Aber da kommen wir, glaube ich, noch ein bisschen zu. Valhalla Nursing Home. The Valhalla Nursing Home. Founded in 2014 for Odin and Tor Anderson of the Old Gods of Asgard fame for their twilight years. Built after the Return Comeback Tour. Flip-flop to be their farewell tour. Cut short. Cancelled. To the chagrin of their agent, Barry Wheeler. Wheeler had managed to coax a couple of hit songs out of them before that. Balance Lays the Demon. A couple of others. Three massive stadium-sized gigs. The old men rocked like they were possessed by the devil. Like their namesakes. The backstage parties got out of hand. The air was thick with smoke. Wheeler squinted. His migraine flared. Booze and drugs. A rock and roll cliche. They ran off after every gig.
Wheeler had security track them down to the craziest after parties. The Andersons were so old. Vampires. Princes of fucking darkness. After every gig and the rampaging party that followed, it took them weeks to bounce back. And they never did completely. Each time Wheeler expected them to croak, it was that bad. After the third gig, Wheeler couldn't take it anymore. Couldn't stomach the idea of another client dropping dead on him. Wheeler canceled. Called it off. It was over. After the Old Gods comeback tour was canceled, Wheeler set up a foundation with the money from the record sales of the Greatest Hits album and the gigs. A lot of money. Wheeler was good at his job. Wheeler set up the nursing home facility. The old men deserved it. Ach, herrlich. Na, einfach noch ein bisschen geile Alan Wake-Lore. Noch schönen Control rein versenkt in so einem schönen kleinen Hinterzimmer-Rätsel. Einfach, ach, ich liebe das. Also, das ist der Grund, warum Remedy die coolsten sind. Einer meiner Lieblingssprüche: Für den Sieg des Bösen reicht es, wenn das Gute nichts tut. Ja, das stimmt. Das ist wahr. Geschafft. So. Jetzt bin ich mir relativ sicher, dass wir, wenn wir den Bossfight jetzt nur noch machen, das Spiel da im Grunde zu 100% durch haben. Es kann sein, ich bin jetzt auch schon recht müde, dass mir noch Sachen einfallen oder jetzt gerade einfach entfallen sind. Aber momentan habe ich so das Gefühl, dass wir eigentlich alles haben. Da brauche ich jemals 4, okay. Und fast travel mal zurück zu den Crossroads. Und kümmern uns mal darum, das Hiss endgültig aus der Foundation zu vertreiben. Jetzt gehe ich aber im Kopf noch mal ganz kurz durch, ob es nicht noch irgendwas gibt, was man vorher erledigen kann. Ich meine aber nicht. Wir haben das mit der Jukebox, haben wir ja schon fertig gemacht, recht am Anfang. Die anderen Rätsel haben wir auch alle. Jetzt haben wir auch direkt am Stück noch das mit dem Tunnel gemacht, mit dem 80s-Style-Movie-Tunnel-Fight. Und sowas habe ich beim ersten Mal auch erst später gefunden. Das haben wir jetzt auch schon erledigt. Hier haben wir alle Nebensachen. Wir haben die Katzen. Ich bin mir absolut sicher, dass das jetzt wirklich eigentlich ein richtiger Nail ist. Der letzte Nail in Control. That was just the top of the nail? How much deeper does the foundation go? Entry day plus 118. I have changed, though it's hard to know how or why. I no longer need tools to detect the house's veins, to hear it breathe. I can feel its blood churning beneath my bare feet. I have added my own illustrations to the walls, trying to solve some mystery that the oldest house whispers to me. I have to avoid the it as I do so. They haunt me. I don't blame them. They're just following the pillar's orders. Even poor Adam doesn't seem to recognize me anymore. I've spent a long time contemplating the etchings of the tree and its roots. Did you know this city used to be a forest? I wonder if our oldest house wore a different face back then, or if it was always here, a 21st century office building since time immemorial. Place know the future. Can it change its skin? Can it wander? I always thought the esoteric world was my father's, not mine. But here, in this sacred place, I finally understand his devotion, that his all.
Kann man die Jukebox nicht mehrmals machen? Ja klar, ich habe alle drei Tier-Level habe ich schon durch. Ja, schon gemeistert. Und das Outfit bekommen. Ich weiß auch nicht, auf welcher Plattform du Control gespielt hast, aber ich habe zuletzt habe ich rausgefunden, wie man es schaffen kann, bei der PC-Version auch die ganzen... wie man bei der PC-Version, das wollte ich noch, erzähle ich noch eben, wie man da auch alle Zusatzinhalte bekommen kann, die sonst eigentlich nur exklusiv für die PlayStation-Version waren. Da gab es ja eine Bonus-Mission, die nur für die PlayStation war, wo ja Hideo Kojima einen Gastauftritt hat und noch ein paar andere Outfits und sowas, die man sonst nicht freischalten kann. Das war ja so ein Exklusiv-Deal mit Sony. Und ich habe herausgefunden, wie man die wie man das auf dem PC sich selber rein, also sich aktivieren kann und sowas über den Quellcode. Und ich glaube, die letzte oder vorletzte Folge von meinem Stream, die auch schon auf meinem YouTube-Channel raus ist, da ist auch die Erklärung drin. Also da ist auch, steht auch drin, wie das geht und sowas. Also einfach nur für den Fall, falls du das noch nicht gemacht hast. Weil es ganz cool, es sind auch so coole kleine Mini-Dreingaben und diese eine Hideo Kojima-Mission ist auch ziemlich... ziemlich unterhaltsam. It's almost like they're trying to stop me. Ah, du hast die PS-Version, ja gut, dann kennst du das natürlich schon. HRA was damaged. The board said it. When Marshall blew up the nail, the board attacked me. I don't fucking like it. So, das hören wir uns auch noch eben an, wenn wir schon mal dabei sind. I tried to get out after the detonation, but the astral spike came out of nowhere. I escaped, but my HRA was damaged. I'd bet a year's salary the board sent it. We never did see eye to eye. They have too much control over Trench, the Bureau, the house. They make themselves part of every important process. Nothing a little C4 can't fix. Two birds, one bomb. Christ, what a mess. But I stopped the hiss. I did it. If Fane did her part, then the Bureau is safe. Until the next thing. Jesse has good reason to hate the Bureau. But that could be what we need right now. She won't follow the same path. Won't fall into the same traps. She'll lead her way. So, Director Faden, here's my last lesson. You can't save everybody. Ja, deswegen ist auch die Geschichte von Marshall so tragisch, aber auch sinnvoll tragisch. Und notwendig, damit nämlich Jesse genau das lernen kann. Als Führungsperson muss man das lernen. Das ist eine wichtige Wahrheit. So we could help. But all we've done is fall victim to the same parasite. I should have seen the web earlier. The strands between Northmore, the pillar, the gun, the id. What hope do we have? Thrown into this conflict beyond our comprehension. I've decided to rejoin the Bureau in the upper levels to end my long absence spent in the Foundation. Northmore will be angry at me for disobeying him. That's Jesse's way. But I don't care. I need to remain in the oldest house to help however I can. I doubt I can steer the Bureau back on the right course. But I have to try.
How did I go so long without a purpose? Without devotion? I can hardly remember how it felt. I realize how grateful I am to Father for setting me on this path. I wish I could tell him that. Ja, das mit Dr. Ash Jr. ist auch ein bisschen tragisch. Aber es ist ein guter Junge, der das schon richtig gemacht. So, los geht's, das große Finale. Marshall? You're alive. Soon you will no longer recognize us, or yourself, or him, or her, or them. Family is dead, the walls are broken, but yellow and red we are. God damn it. Inverted is made right. You fuckers take everything. I am not letting you take this. You've always been the new you. You want this to be true. Nein, 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 nein. Ah! Nein, wieso bin ich da runtergerutscht? Scheiße. Ach, fuck. Ja. Oh! Ah, geil. Ich dachte, das wäre jetzt einfach nur ein normaler Abgrund. Ah! Ey! Wieso passiert. Nein! Das passiert mir sonst nie. Oh, ist das peinlich. Ugh. Come on. Weg hier. Wir haben jetzt auch irgendwie gleich 2 Uhr morgens oder so. Das darf mal ruhig ein bisschen müde sein. Ein bisschen auf unaufmerksam. Ah, lauf. Yes. Auf jeden Fall mein liebster Bossfight im Spiel. Assistant Sand Champion Endure. Achso, jetzt kriegen wir einen Bonus vom Former, glaube ich, oder vom Board. Das bin ich mir nicht mehr sicher. Achso, ja genau, das Board hat mir jetzt diese Astral Entities geschickt, die mir helfen. Nein, 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 erledigen Sniper. Ja, yes, geil. Board wasn't answering what's causing Marshall,
down here to stop this. I should have been with her. I could have saved her. But I can still save everyone else. Was ist geschrieben? Best passiert auch Fehler. Danke. Ist, glaube ich, auch der schwerste Boss im Spiel, bin ich ganz sicher. Ja, ist auf jeden Fall einer der schwersten. Wobei es immer so ein bisschen unterschiedlich ist, je nach Spieler tatsächlich. Ich bin halt, spiele halt immer sehr gerne Spiele, die ein bisschen schneller und anspruchsvoller sind. Und sowas. Und ich schaffe den immer beim ersten Mal. Aber es ist ein intensiver Fight. Also ich war gerade auch völlig fokussiert und sowas, um das zu schaffen. Aber es macht richtig Spaß deswegen auch. Aber ich schaffe es immer beim ersten Mal. Und mein bester Freund Race, als er es gespielt hat, der hat 7 oder 8 Anläufe gehabt und hat es nie hinbekommen. Der ist immer kurz vor Ende gestorben. Und dann war der irgendwann so, boah, ich bin so frustriert, weil er das ganze Spiel durch hatte und ihm nur noch das hier gefehlt hat. Dann war er so, oh, ich bin so frustriert, ich krieg das nicht hin. Und dann war ich so bei ihm zu Besuch und war so, ja komm, mach das doch mal eben. Und dann gucken wir mal gemeinsam, vielleicht kann ich dich strategisch unterstützen. Und dann habe ich ihm dann einfach nur ab und zu gesagt, so, okay, pass auf, weich aus, mach dies, mach jenes und sowas. Und dann hat er das easy hingekriegt beim ersten Versuch und sowas. Also es ist immer so ein bisschen so eine Strategie-Sache. Und das ist, was ich bei Remedy immer geil finde, in all ihren Spielen. Das sind, weil die machen ja immer sehr, sehr geile Third-Person-Shooter mit einzigartigen Mechaniken. Und ich nenne das schon seit Alan Wake halt immer strategische Action, weil die Spiele sind immer machbar und relativ easy, wenn man halt die Strategie raus hat und weiß, wie man sich taktisch zu verhalten hat. Und wenn man es einfach nur als normalen Shooter-Spiel einfach nur draufhält, dann verkackt man ständig. We are cleansed, liberated. Hallelujah. The foundation is stable, beaten. A-okay. We hope you will improve your attitude, loyalty. Well, fuck you too. Oh, I'll be sure to. Let's play it smart. They don't need to know I'm on to them. Not yet, anyway. Ach, Jesse ist so ein geiler Charakter. Richtig herrlich. Jesse ist einfach so ein richtiger Player-Character. Die macht genau das, was man sich als Spieler oft so wünscht, wo man sich immer so denkt, so, ja, das denke ich auch. Ist richtig klasse. Einfach wie alle Remedy-Spiele halt unfassbar geil geschrieben alles. Und thematisch halt auch relevant, ne? Also auch, wie das alles hier behandelt wird. Und deswegen finde ich es immer so für den Charakter immer ein geiles Finale. Deswegen hebe ich mir ein Foundation immer fürs Ende auf. Weil ich das hier immer so die beste Art finde, das Spiel zu beenden und zu sagen, so, und jetzt ist sie ready, um dann in einem womöglichen Control 2 oder einfach generell in der Zukunft dann ihren Job dann richtig zu machen und nicht dieselben Fehler zu machen, die anderen vorher gemacht haben. The nail is secure. The Hiss can't touch it. I can't undo the astral bleeding in the foundation, but at least it stopped. Along with the seismic activity. You did it, Jesse. Did you ever find Marshall? I did. She's gone. She died thinking she'd save the Bureau. Not a bad way to go. I wasn't ready for this crisis. I didn't even see it coming. But I promise I'll be ready for the next one. I mean, what good is a director who can't hold her bureau together? Auch ein geil symbolischer letzter Shot, ne? Die Pyramide, die sich dann nach oben dreht. Zumal wir gelernt haben, ne, was das für symbolische Implikationen hat. I know how to handle things, now that I'm the director. Clearly, it's not that simple. I need to choose a direction for the Bureau. It should be one that serves our goals, not the board's. Whatever those are, I need to lead my way. Ganz genau. Da stimme ich euch beiden zu.
So. Wobei ich das jetzt interessant finde, irgendwas muss es da noch geben, wofür ich noch mindestens 2 Skillpoints bekomme. Weil ich auf jeden Fall weiß, dass ich das hier schon mal, dass ich das, die Skills 100% habe normalerweise, wenn ich das Spiel durchhabe. Das heißt, vielleicht fehlt noch entweder noch irgendeine Hidden Location, also scheinbar entweder fehlen mir noch 2 geheime Räume, die ich vielleicht einfach noch nicht, die ich noch übersehen habe in diesem Run. Oder halt, mir fehlt noch irgendein Secret, also irgendein anderes Secret, irgendeine Nebenmission oder sowas. Aber ich meine, ich habe alles. Ich bin mir absolut sicher, dass ich alle wichtigen Sachen auf jeden Fall habe. Ich glaube nämlich auch, dass das eigentlich nur noch geheime Räume sein können. Health Recovery und Evade 50% Aerobics. Ich behalte es mal. Ich werde es wahrscheinlich nie benutzen, aber alle diese besonderen Mods, die behalte ich eigentlich immer grundsätzlich. Das sind dann wie so Medaillen, die man sich verdient hat. So wie hier bei Shatter, dass Shatter überhaupt nicht spreadet. Was ich uns nicht finde. Ich nehme die Shotgun ja, weil sie spreadet. Deswegen benutze ich es zwar nie, aber es ist trotzdem cool, dass man es hat. Sonst bin ich mir nämlich ziemlich sicher, dass ich alles habe. Ach, noch mal eben gucken, ob ich hier hinten... Ja, ja, die Kiste habe ich. Okay. Ich meine, hier drüben, wo der Former am Ende ja noch zu sehen war, da hatte ich ja auch den Geheimraum schon längst geöffnet, ja. Oh, hello, Director. Sagt sie noch irgendwas? Now that this nail business is handled, I should probably be getting back to Executive. But maybe I'll keep poking around. Just for a little bit. Has the nail been doing anything since we've restored it? Define anything. Anything unusual? Define unusual? Emily... Sorry, but the answer is a whopping yes. Now that it's whole, the nail is emitting a constant field of, well, think of it like low-level radiation. It seems to suppress any biological matter it encounters. This explains why nothing grows here and why the Bureau had to abandon the area. Prolonged exposure would certainly begin affecting neural processes. Wait. Was the field created when I cleansed the nail? I considered that, but the nail's readings are quite different from the ones I recorded at the cleanse control points. I think the nail's field is purely of its own making. In fact, I think it would passively prevent any his corruption, like the HRAs do. Which makes me wonder what actually occurred when you cleansed the nail. I've been wondering about that myself. Did the board let the his corrupt the nail? Did they want me to cleanse it? If so, why? To test your loyalty, maybe. What do you know about Director Northmore? Well, he was Director Trench's predecessor, and Northmore is famous for being the first board-appointed director. See, before we found the oldest house, directors were picked by committees of old men in suits, drinking cognac and smoking cigars or whatever. You know, standard, uninteresting methods. I think the word you're looking for is bureaucratic. Or antiquated. Regardless, Northmore was eventually forced to... Well, we don't need to go into that. Strangely, the only two board-appointed directors left the position under... unusual circumstances. If the board appoints a director, then how do they retire them? I doubt they go out and buy you a gold watch. Sorry, Jesse, I didn't mean to imply that... Don't worry. If anyone's getting shown the door, it's them. Genau. What do you know about an entity named Former? I can't say I've heard of it. You got any details for me? Well, imagine a one-eyed bug thing. I think it was a part of the board, but then something happened and now it's... separate? Interesting. See, I always wondered if the board was some sort of entity or group or conglomerate of linked consciousnesses, but this supports the group theory. Although I could have undergone some sort of corporeal exile.
Too many unknowns to form a working hypothesis yet, but I can prioritize this matter in future astral dives if you think it's important. Fortune favors the prepared. Do it. Easy. I'm gonna keep looking around. I wish I could go with you, but I still need 30 hours of training before I can do field work. We'll work on that. 26 Missionen sind jetzt nicht normal, so über 50. Das weiß ich aus dem Kopf auch nicht, aber so viele Missionen können mir unmöglich werden. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass da mir nicht keine 4 Missionen oder so durch die Lappen gegangen sind. Aber wir können ja eben gucken. Da befragen wir auch einfach nochmal Control-Wiki und schauen einfach mal grob, ob wir herausfinden können, was denn theoretisch noch fehlen würde. Ich, wie gesagt, ich bin mir ziemlich sicher, aber ne. So, hier haben wir schon mal Base Missions. Such as Page Title. Machen wir mal Missions und dann gucken wir mal. Also. Es gibt auf jeden Fall 10 davon, dann 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45 und das ist ja Countermeasures zählt nicht, Bureau Alerts zählt nicht, Expedition zählt auch nicht. Also offiziell sind es scheinbar sogar nur 45. Appellate Switch, I can only copy 45 and I cat ears and I won't work for Dylan's while he sleep. What to do, help. Also die PS4 Exclusive Mission zählt normalerweise dazu. Aber die habe ich ja gemacht. Also sind 46. Ja, doch, kommt hin. Also das haben wir auf jeden Fall alles. Collectibles. Schauen wir mal eben kurz. Einfach mal so grob. Genau, insgesamt. 87, 88. Und die kommen noch dazu. Aber viel einfacher das zu sehen ist, wenn wir schauen. So, Research und Records sollten 121 sein. Sind bei mir 117. Okay, da fehlen mir dann noch 4. Das kann, ist ja okay. Dann, das sind ja die Unterkategorien. Reports, Research, Asterisk. So, dann Case Files sollten 85 sein. Dann haben wir 83, fehlen 2, alles klar. Damit können wir auch leben. Correspondence sollten 90 sein. Ich habe 87, fehlen 3. Ja, also es können höchstens nur noch so Sammelkram sein. Multimedia sind 80, ich habe 73. Und Hotline 36, die haben wir alle. Ja, also da fehlt nur noch so Kleinkram. Also wahrscheinlich sind es wirklich einfach nur noch so ein paar, ich sag jetzt mal, Geheimräume und ähnliches, die ich jetzt wahrscheinlich bei meinem Run, in diesem Run einfach noch nicht abgelaufen bin. Aber alles Große, also alles, was wichtig ist, haben wir auf jeden Fall. Ich reise mal schon mal in die Central Executive Division. Aber ja, wie gesagt, ich glaube, alles Wichtige habe ich im Grunde durch. Und dann ist der Rest ist halt nur noch ein paar Dokumente und wahrscheinlich dann 2 Geheimräume mindestens. Und dann ist das Spiel 100% durch. Mit anderen Worten, im Grunde haben wir es durch. Also das ist wirklich so wenig Kram. Da, das tut jetzt nicht weh, das nicht zu finden. Aber man kann natürlich noch gucken. I heard you close the Hiss Portal or whatever it is we're calling it. If we could just flush out the stragglers. So, what's next for Simon and Reesh? Well, first off, I'm banning all slide projectors. That's it. Seriously, though, we need to review our protocols.
Research should not be making decisions that endanger the entire Bureau, but fuck it, the entire fucking world, without some serious oversight. I think Pope would agree. Certain people in the Bureau have been working in the shadows for too long. And I'd like to make these HRAs part of the mandatory Bureau uniform. They're not stylish, but better safe than sorry. I don't think anyone will complain. Not after this. Ja, witzigerweise wollte ich dich gerade darauf ansprechen, dass du Achievements immer so komisch schreibst. Ich dachte gerade, du meinst vielleicht was anderes, aber warte, ich schreib's einfach mal in den Chat. Das schreibt man nämlich. Jetzt habe ich, glaube ich, einen Fehler gemacht. Kann das sein? Ich glaube. Ich meine so. Einen Augenblick. Collectibles. Blablabla, so. Ich gebe mal kurz Achievements im Netz ein, aber es ist richtig. Naja, ich habe es richtig geschrieben. Ich wollte nämlich schon sagen, Achievements. Ich dachte mal so, meint er irgendwas anderes? Habe ich da irgendwas übersehen? What are your thoughts on me serving as director? Well, I couldn't be more excited. I mean, look, don't get me wrong, Trench was fine, but well, you pulled us back from the brink, so. Well, I'm honored to serve, man. I mean, fuck, shit, Phaeton, sorry. He'll get it one day. So, what's the situation in my bureau, Arish? The situation is we are still up to our eyes in Hiss. Not to mention the months of repairs it's gonna take just to get this place up and running again. But is it doable? Of course it is. You just might need to tell some rangers to grab a wrench once they're done hunting Hiss. Did anyone ever mention to you that Darling was using the slide projector? Well, Salvador never did, but I doubt he even knew. Look, I'm well aware that it's our job to study and contain the things that we don't understand, but some of the things that Darling did were way outside of our mission statement. Look, these things are not toys, and acting like they are is only ever going to end one way. At least Pope seems to understand that. Well, it's secure now. No one can reach it without my say-so. But thank Christ for that. Marshall's been missing for a while now. Any ideas where she could be? The last time I saw her was in maintenance when I was leading the Rangers out of the Atlas. Yeah, I told her it wasn't safe, but she said she had to go check on something. Did you ask where she was going? Marshall is not the kind of person you question. Kind of intimidating, you know? But, she was by herself. If that helps at all. Not really, but thanks. Hopefully she turns up. Ja, das wissen wir ja schon, aber ich hatte offensichtlich nicht mit ihm gesprochen seit dem Finale. Aber das ist eigentlich auch geklärt soweit. Bestimmt hat Emily Pope hier noch Dokumente in dem Raum liegen, oder? Da habe ich die schon. Ja. Das scheine ich schon alles zu haben, wie es aussieht. Ah, das ist jetzt ganz cool, genau, wenn man jetzt halt zu Dylan zurückgeht und mal nach ihm guckt. Dann sieht man, dass er jetzt mittlerweile wieder Haare und einen Bart hat. Das ist ganz geil, weil schon so viel Zeit vergangen ist seitdem. Ja, aber ansonsten... Ich laufe hier gerade nur so ein bisschen rum, um meinen Kopf zu clearen. Um nochmal zu überlegen, ob ich nicht doch noch irgendwas übersehen habe, was von größerer Natur ist als nur so zwei, drei Dokumente. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, mir fällt nichts ein. Man könnte natürlich trotzdem demnächst so als letzten Stream sozusagen noch von dem Spiel nochmal so eine Art Odest Haus-Rundgang machen, einen letzten, und gucken, ob man die Sachen noch findet, falls ihr das unbedingt wollt und sowas, wenn sich da jetzt Leute in Zukunft melden und sagen, hey, ich möchte aber 100% wissen, wo alles ist, und so können wir nicht noch eben danach suchen, kann man gern machen, aber ich bin mir auch ziemlich sicher, dass es reicht, dass alles Wichtige durch ist und sowas, wobei man ja sagen muss, wie in allen Remedy-Spielen ist wahrscheinlich jedes Dokument wichtig unterm Strich. Und
dann ist es wahrscheinlich so super wichtige Infos, die dann genau in den 2, 3 Dokumenten sind, die uns fehlen. Nee, also eigentlich haben wir einen sehr guten Überblick über das Geschehen und haben das jetzt mit Bravour geschafft. Ich bin ziemlich zufrieden. Also ich hatte jetzt, es war jetzt immer so ein Projekt, was ich jetzt immer so lange im Kopf hatte, weil Control ja schon auch ein Mammutprojekt ist. Aber eins, was sich lohnt im Gears of War, ein Open-World-Spiel und sowas, ist das ein Game, wo es sich wirklich lohnt und auch wirklich Spaß macht, durchgehend das 100% durchzuspielen. Während ich in Assassin's Creed oder ähnliches auf niemals Bock hätte, zu 100% durchzuzocken. Also das, da motiviert einen eigentlich nichts an solchen Games, um es wirklich komplett durchzuziehen. Genau. Genau, sind nicht alle wichtig. Manche sind auch eher witzig, vor allem die aus dem Dead Letters-Sektor und sowas sind ja meistens eher ziemlich lustig. Genau, aber ich werde das jetzt offiziell als finale Stream-Folge klassifizieren. Das ist dann jetzt Folge 13 von 13, damit ist das Spiel zu Ende. Und wenn ich dann quasi in Zukunft dann nochmal hier rumlaufe, um noch ein paar Mini-Dokumente und so ein Kram zu sammeln und nach den letzten Hidden Secret Locations zu suchen, dann ist das in dem Fall einfach Folge 14 von 13 oder so. So werde ich das aber jetzt mal machen bei sowas. Der Anzug war super. Der Anzug? Also wegen den Katzenohren und dem Outfit, ne? Ja, mein Lieblingsoutfit ist auf jeden Fall der Asynchronous Suit. Das ist für mich das geilste Outfit im Game. Aber das habe ich halt bei 3-mal Durchspielen immer getragen und jetzt habe ich mir eins angezogen, was es halt nur bei den PlayStation Bonus-Sachen gab. Genau wie der Astral Dive Suit, den gibt es normalerweise nicht. Und Urban Response auch nicht. Und da den schon. Systems, Synchronous, Directors, Astral Dive. Ja, den Rest gibt's eigentlich auch so. Der Anzug war super bei Dead Letters. Das weiß ich nicht mehr. Aber da gab's auf jeden Fall sehr, sehr viele. Achso, du meinst den Aufzug wahrscheinlich, ne? Die Aufzüge, die so überfüllt sind mit Briefen, dass man die nicht mehr benutzen kann, oder? Gibt es ein Dokument, was der Anzug heißt? Kann wahrscheinlich beides stimmen. Aber das fand ich super lustig als Environmental Storytelling, was sie im Spiel auch sehr clever nutzen. Wenn man reinkommt und merkt so, oh, das ist eine neue Division, dann gibt es ja so einen Zettel, wo man dann liest, drüber liest, sodass jemand diese Division extra geschaffen hat, um all diese Briefe zu klassifizieren. Das wird total super. Und dann sieht man, dass das gar nicht geklappt hat. Und mein Lieblingsbeispiel dafür war halt immer, dass man keinen einzigen Aufzug in dem Areal benutzen kann, weil die alle überquillen von Briefen. Das fand ich so geil. Das hat so schön gezeigt, dass das nicht so gut geklappt hat, wie es sollte, ohne dass es jetzt groß erklärt werden musste. Das ist einfach cleveres Storytelling. Aber cleveres Storytelling ist halt Remedies Brot und Butter. Das ist genau das, was sie am besten können. Deswegen wundert mich das auch gar nicht. So, damit würde ich sagen, sind wir durch für heute. Es ist auch irgendwie anstatt 2 Uhr morgens, was ich jetzt geraten hätte, sogar schon nach 3 Uhr morgens. Ist für mich persönlich jetzt nicht so schlimm, ist ja auch Samstag. Aber trotzdem haben wir jetzt 3 Stunden gestreamt. Das reicht. Ja, und dann sind wir jetzt fürs Erste auf jeden Fall schon mal so grundsätzlich mit Control durch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und obwohl ich jetzt ein 4. Mal durchgespielt habe, fühlte sich immer noch nicht nach zu viel an, muss man ehrlich sagen. Also man hat immer das Gefühl, man könnte irgendwie noch mehr, weil das einfach so viel Spaß macht. Und das Witzige, also das Krasse ist auch, ich habe da kann ich mal eben gucken. Ah, wobei, jetzt sehe ich, welches Spiel ausschalte. Ja, das mache ich mal eben aus. Spiel mir eh nicht mehr. Da kann ich nicht mal eben gucken, wie viele Spielstunden ich jetzt in dem Game insgesamt habe. Weil ich habe jetzt auf Epic Games habe ich auf jeden Fall die meisten. Das müssen wir eben synchronisieren. Genau, auf Epic Games 246,5 Stunden habe ich in dem Game.
Und auf Steam, da können wir mal eben nachgucken, habe ich es ja auch noch mal einmal durchgespielt und sowas, einfach weil ein Kumpel das halt hatte über seine Bibliothek. Ja, es ist natürlich nicht doppelt gekauft, ist ja Unsinn. Aber der hatte das dann eh und da war ich so, ach komm, die Steam Achievements will's auch, aber nicht um die Achievements willen, sondern weil ich dann nämlich sicher gehen wollte, ob ich wirklich alles quasi zu 100% habe. Und dann bin ich da ziemlich easy durchgeflutscht, habe alles gefunden. So. Da. Genau, auf Steam habe ich dann nämlich dann nochmal 67 Stunden nochmal oben drauf. Wenn man das zusammenrechnet, dann sind wir, glaube ich, bei über 300 Stunden oder so, die ich allein Control gespielt habe, was damit eine der längsten Spielzeiten hat, die ich auf jeden Fall offiziell nachweisen kann. Es gibt natürlich viele Spiele, die ich schon seit Jugend an 100 Mal gespielt habe, wo ich natürlich jetzt nicht nachweisen kann, wie lange das war, die vielleicht länger sind. Aber auf Steam wäre zum Beispiel das längste Spiel, was ich gespielt habe, tatsächlich Alan Wake, tatsächlich. Das habe ich sogar länger gespielt als hier irgendwie Fallout New Vegas oder Mad Max oder solche Open-World-Titel. Ist schon krass. Einfach nur, weil ich das Spiel so liebe und dann halt immer wieder gerne mal anschmeiße. Wobei bei Alan Wake ist nochmal anders. Das ist ja in Episoden aufgeteilt. Und da habe ich halt oft einfach auch, dass ich dann zwischendurch wie bei einer guten Serie nochmal so meine Lieblingsfolgen nochmal spiele oder sowas. Und hier ist auf jeden Fall noch Spielzeit von Freunden mit drauf. Weil früher, als meine Freunde noch alle nicht unbedingt Steam hatten oder sowas, als wir noch so ein bisschen, als wir noch jünger waren, so als Teenies, da war es auch oft so, dass dann Freunde zu Besuch gekommen sind, immer wenn sie zu Besuch waren, bei mir dann Spiele gezockt haben. Und da hieß ja auf jeden Fall noch meine Schwester, hat auf diesem Account Alan Wake gespielt und mein Nachbar und meiner Ex-Freundin habe ich es auch nochmal durchgespielt. Also die Spielzeiten sind hier auf jeden Fall noch mit drin. Und sowas, aber kann man mal sehen. Schon nicht schlecht. Naja, genau, hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Ich möchte es auch nicht unnötig in die Länge ziehen. Wir haben ja alles. Echo, falls es dir Freude gemacht hat und du Lust hast, in Zukunft mit dabei zu sein, dann lass doch gerne ein Follow da, da würde ich mich sehr drüber freuen. Vor allem, wenn du das jetzt noch machst, während ich live bin, dann kommt das, ist eines der wenigen Male, wo man dann mal die Animationen sehen kann, die ich gebastelt habe, für den Fall, dass Leute followen und sowas, weil sowas tatsächlich live recht selten passiert, meistens followen die Leute immer so danach. Da habe ich mich gestern, als ich gestreamt hatte, hatte ich mich einmal total erschreckt, weil die Melodie, die ich benutzt habe, ist halt auch aus Alan Wake und die benutze ich auch für mein Handy, wenn ich SMS-Nachrichten bekomme und dann dachte ich kurz so, genau. Genau diese Melodie meinte ich. Ich habe jetzt nämlich gerade schon wieder auf mein Handy geguckt und gedacht, wieso, da leuchtet ja gar nichts, aber genau. Das Bild ist übrigens aus der sehr geilen H.P. Lovecraft-Verfilmung The Color Out of Space, wo dann der Hauptcharakter gespielt von Nicolas Cage, der übrigens mein Namensvetter ist, beziehungsweise mein Vater hat mich Nicolas genannt wegen Nicolas Cage. der mit seiner Frau zusammen in seinem schönen Anwesen ist und einen wundervollen Abend genießt. Was für mich ein schönes Sinnbild ist dafür, dass wir alle gemeinsam unsere Zeit genießen und Spaß haben. Ja, und damit würde ich sagen, war es das für heute. Mal gucken, ob ich morgen nochmal streame. Und ja, und für dich jetzt als neuer Zuschauer auch. Ich kann leider immer nie versprechen und tue das deswegen auch immer nicht, wann ich das nächste Mal streame und was ich das nächste Mal streame, weil ich habe, wie gesagt, normalerweise nicht immer so viel Freizeit. Und wenn ich Freizeit habe dann und was zocke, dann streame ich das eigentlich grundsätzlich. Das heißt, es sind dann auch wirklich die einzigen Minuten, die ich habe für mich, wo ich dann spielen kann. Und ich teile das einfach gern mit anderen. Dann macht es mir einfach, wenn es so einen Mehrwert hat und man das dann auch so als Aufnahme hat und Leute davon was haben, dann hat das für mich einfach mittlerweile mehr Sinn. Ich kann gar nicht heutzutage irgendwie gar nicht mehr so richtig einfach so vor mich hin daddeln in Ruhe, weil ich diese Ruhe gar nicht mehr habe. Für mich ist das immer so, ich komme von der Arbeit, bin völlig durch und dann muss das irgendwie noch einen Mehrwert haben, wenn man da was spielt.
Und genau, deswegen ist das bei mir immer sehr, sehr unregelmäßig. Deswegen nicht wundern, wenn ich dann mal, keine Ahnung, 2, 3 Monate lang einfach gar nicht dazu komme. Ich habe es immer im Hinterkopf. Ja, das sage ich nur, weil ich schon ein paar Zuschauer deswegen zwischendurch mal verloren habe. Genau aus dem Grund, weil die nämlich irgendwann dachten so, ja, ich dachte, du machst nichts mehr. Und dann so, doch, doch. Ich werde wahrscheinlich den Rest meines Lebens noch diese Streams fortsetzen. Also, ich kann nur einfach nicht ständig. Kenne ich auch, gehöre auch zur arbeitenden Bevölkerung, ja. Ist immer ganz lustig, sind nämlich meistens immer tatsächlich immer die jungen Hüpfer, die halt immer so sind, so, ja, obwohl es ja nicht schwierig ist, einfach mal ein Abo dazulassen, wenn man schon Spaß hat. Aber wenn man wirklich dann irgendwann denkt, ach, ich gucke die Sachen ja eh nicht, die der macht, dann, ja, dann ist es natürlich auch das gute Recht zu sagen, ach nee, da follow ich nicht mehr. Wobei ich das mal ein bisschen traurig finde. Egal. Wie auch immer. Ja, genau. Auch schön, einen weiteren Control-Fan kennenzulernen. Je mehr Leute, desto besser. Ist halt einfach auch ein geiles Game. Und Remedy ist einfach generell der Hammer. Also, falls du anderen Spiele von denen noch nicht gespielt hast, kann ich alle empfehlen. Und ich habe auch alle auf meinem Channel schon gezeigt. Also, jetzt, wo Control durch ist, habe ich offiziell wirklich alle Remedy-Spiele jetzt offiziell auf meinem Channel vertreten und vorgezockt und Unmengen dazu gefachsimpelt und Spaß gehabt. Ja, genau. Gut, dann sage ich jetzt einfach mal gute Nacht und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.